Was für eine Freude, endlich wieder Nockherberg. Und zwar ein Nockherberg mit allem drum und dran, heißt mit Starkbier und mit der Blecken. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Starkbierprobe 2023 am Nockherberg. Wir freuen uns riesig, dass unsere Politiker heuer wieder dableckt werden und dass Sie alle live dabei sind. Ja, und die letzten 4 Jahre waren ja etwas Besonderes, keine normalen 4 Jahre. Und wenn man sich heute hier im Saal mal umschaut, fragt man sich natürlich, wie haben all die Menschen diese letzten 4 Jahre ohne Nockherberg überstanden bzw. wie überbrückt? Ja, denn so eine Zeit, die kann sich ganz schön ziehen und vielleicht ist der ein oder andere auch ein bisschen aus der Übung gekommen. Nicht was das Trinken betrifft, aber es ist ja eine hohe Kunst hier, gute Miene zu machen zum bösen Spiel, wenn man da bleckt wird. Aber wenn wir mal in den Saal reinschauen, dann stellen wir fest, es darf wieder zusammengekocht werden, es darf zusammengerückt werden und wir können auch feststellen, trotz Streik beim öffentlichen Nahverkehr, es sind alle da, alle Plätze sind belegt, alle haben sich festgemacht, weil heute wollen natürlich auch zum Beispiel der Oberbürgermeister gut ausschauen, fest sonst. Schöne Bilder auf jeden Fall. Und ganz kurz nochmal wollen wir uns bewusst machen, wie lange diese Zeitspanne wirklich war. Als wir das letzte Mal hier live standen mit Fastenrede und mit Singspiel, das ist schon eine ganze Weile her. Und da war unser Ministerpräsident noch ganz, ganz frisch im Amt, der Markus Söder. Das war 2019 und in diesen letzten 4 Jahren ist viel passiert. Hätten wir uns alle anders vorgestellt, aber heute ist wieder soweit. Es gibt den Nockherberg und wir sind natürlich gespannt, wie die Prominenz, die wir gerade sehen, die politische Prominenz, das Tablecken verkraftet, wie sie die starken Sprüche möglicherweise ja nur mit Starkbier runterspülen können. Denn der Nockherberg steht in diesem Jahr ja im Zeichen eines politischen Großereignisses, das noch ansteht, denn hier in Bayern sind Landtagswahlen im Herbst. Im Oktober, genau. Und jetzt kommen wir aber mal zu dem Anlass, warum heute dieser Abend überhaupt gefeiert wird. Ja, genau. Ein ganz wichtiger Mann, der hat schon seinen Job gemacht, der Braumeister Christian Danke, der sorgt dafür, dass das Starkbier fließt. Die 5. Jahreszeit, die hat jetzt begonnen. Und wir sind heute hier nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Das heißt, wir sind überall ganz nah dran. Wir schauen in die erste Reihe, dort unterhalb der Bühne, die Tische, die Ehrentische. Da ist unsere Kollegin Sandra Ries und die kann uns sagen, ich weiß nicht, wo sie ist, bei wem sie ist, wen sie schon entdeckt hat. Ja, hallo, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier schon einige entdeckt von der Politprominenz. Ich bin hier nämlich richtig nah dran. Ich kann allen hier auf die Brotzeitbretteln gucken. Und da wird nochmal ordentlich zugelangt, habe ich das Gefühl, um sich eine gute Grundlage zu schaffen dann fürs Starkbier, das ja dann doch immerhin ja, knappe 8% hat. Und das ist auch wichtig, glaube ich, heute Abend, um ja, die Verbalwatschen besser zu ertragen, um sie mit Humor zu nehmen und das alles auszuhalten. Hier wird er dann stehen, der Maxi Schaffroth, am Rednerpult und seine Fastenrede halten. Ja, noch ein bisschen zur Sitzordnung hier. Was sehen wir hier vorne? Der Kabinettstisch mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder. Schräg gegenüber sehen wir gerade Hubert Aiwanger, den Freien Wählerchef. Ilse Aigner ist hier mit dabei. Weiter drüben haben wir den Münchner Tisch, ganz an der Spitze der Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und wenn wir hier nochmal rübergehen, diesen Tisch hier, den nennen wir den Tisch der Anfänger. Hier sind viele, die erst zum ersten Mal dabei sind beim Nockherberg. Und außerdem sitzt hier die Bundesprominenz. Und ein wirklicher Neuling an diesem Tisch ist die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Ich halte da mal kurz das Mikro rein. Frau Lang, wie schmeckt das Starkbier? Sehr gut. Mir wurde empfohlen, nicht zu viel davon zu trinken, aber das erste ist sehr gut. Dann reißen Sie sich zusammen, Frau Lang. Das ist das Beste.
Das Startbier ist ja das eine, das der Blecken, das andere. Hat man Sie nicht gewarnt vor heute Abend? Doch, ich habe viele Warnungen bekommen, bevor ich hergekommen bin. Aber Sie haben es nicht anders gewollt. Sie haben es nicht anders gewollt, die Politikerinnen und Politiker hier auf dem Nockerberg. Die Vorfreude ist groß und worauf Sie sich so freuen, was Sie sich erwarten vom heutigen Abend. Ich habe Sie vorher mal gefragt, als Sie hier angekommen sind auf dem Nockerberg. Der Ministerpräsident ist da, Markus Söder. Herzlich willkommen auf dem Nockerberg. Es ist lang her, oder, dass der Nockerberg stattgefunden hat. Wie groß war die Vorfreude bei Ihnen? Ja, schon sehr, weil das ist ja bayerisches Hochamt, kann man sagen. Und wir haben lange drauf gewartet und jetzt findet es endlich statt. Insofern, Gott sei Dank, ich freue mich sehr. Und für mich ist seit meiner Kindheit immer der Nockerberg was ganz Besonderes. Ich habe schon mit meinen Eltern geguckt und da sozusagen auch Gegenstand dieses großartigen Schauspiels zu sein, ist immer eine große Ehre, Freude zugleich. Ein bisschen aufgeregt sind wir alle auch. Frau Schulze, großer Tag wieder heute. Es ist wieder Nockerberg und Sie werden wieder gedoubelt von Sina Reis. Mega, oder? Das ist sowas von mega. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Und ich kann auch ausrichten, meine Mama hat sich auch sehr gefreut. Die fand sie nämlich letztes Mal so großartig. Hat gemeint so, heute Abend Pflichttermin. Ich muss dich erneut auf der Bühne sehen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich richte es der Sina Reis aus. Sehr schön, vielen Dank. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch, ist bei mir und nicht zum ersten Mal auf dem Nockerberg, oder? Das wievielte Mal ist es jetzt? Also, ich habe es nicht gezählt. Es war eine lange Pause, das weiß ich. Und deswegen freue ich mich, heute mal wieder diesem Ereignis beizuwohnen. Ist immer wieder ein Erlebnis, gerade für jemanden, der aus dem hohen Norden kommt. Wenn man aus Vorpommern kommt und in Bayern den Starkbieranstich erleben darf, das ist schon was Großes. Hallo Herr Aiwanger, schönen guten Abend. Was tust? Ja, bei mir schon, bei Ihnen. Bei mir auch. Ich kann Ihnen mal einen Vorschlag machen. Spann, die wir heute eh nicht Druck haben, oder? Ich habe keine Fehler gemacht, da wäre ja nicht kritisiert. Die wichtige Frage, Sie mit Ihrem überparteilichen Blick als Landtagspräsidentin, wer soll heute Abend erbleckt werden? Es müssen alle natürlich irgendwie vorkommen und meistens ist ja eher das Problem, wenn man nicht vorkommt, dann sind sie auch wieder beleidigt. Ich bin mir sicher, dass der Maxi Schaffroth das wieder sehr ausgewogen machen wird. Die Bundesvorsitzende der Grünen ist da, Ricarda Lang, und das allererste Mal Nockerberg. Frau Lang, wie haben Sie sich vorbereitet? Ich habe mich vor allem bei den Leuten informiert, die schon häufiger da waren. Ich habe gehört, immer lachen, wenn über einen selbst Witze gemacht werden. Das habe ich mir vorgenommen. Und vor allem waren hier viele Leute neidisch, dass ich herkommen darf. Also es scheint hier in Bayern eigentlich eine der allerbeliebtesten Veranstaltungen zu sein. Deshalb freue ich mich vor allem auf die Premiere. Ja, Stimmen waren das vom roten Teppich. Die Frage ist, haben unsere Politiker und Politikerinnen überhaupt einen roten Teppich verdient? Die Antwort darauf geben die Fastenpredigt, die Fastenrede und das Singspiel. Ich kann das nicht beantworten, ob Sie den roten Teppich verdient haben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das die Stimmen vor dem großen Spektakel, vor dem großen Ereignis war. Das wird jetzt gleich beginnen. Der Chef der Paulaner Brauerei, Andrea Steinfahrt, wird als erstes die Gäste begrüßen. Und dann gibt es den ersten Krug, traditionell für den bayerischen Ministerpräsidenten. Und das ist vor allem ein symbolischer Akt, denn wir wissen, der Ministerpräsident, der trinkt so gut wie keinen Alkohol. Übrigens vor 2 Jahren beim virtuellen der Blecken, da ist der Paulaner-Chef extra mit Maßkrug und Maske in die Staatskanzlei gefahren, um dem Ministerpräsidenten den ersten Krug mit dem ersten Schluck zu überreichen. Diesmal muss er sich nicht ins Auto setzen mit einem Krug, sondern er kann das live hier im vollbesetzten Saal machen. Ein traditionelles Ritual ist es, dass der Ministerpräsident, wie gesagt, den ersten Krug kriegt mit einem lateinischen Spruch, Salve Pater Patriae, Bibas Princeps Optime. Praktisch so das große Latinum vom Nockerberg. Das Kleine. Ja, das Kleine, okay. Ganz klein. Wie auch immer. Genau. Und nach dem Antrunk kommt die Fastenrede und Maxi Schaffroth dieses Mal wieder in der Bütt mit dem Chor der Jungen Union Miesbach. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Salvatorfreunde. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Paulaner Brauerei und der Schörkower Unternehmensgruppe hier auf dem Nockerberg begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Es ist uns wirklich eine große Ehre. Herzlich willkommen! Was für ein großartiges Bild, in diesen vollbesetzten Saal zu schauen.
4 Jahre ist her. Am 12. März 2019 der letzte Nockerberg in Präsenz. Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert. Vieles ist nicht mehr, wie es war. Aber in Zeiten der Veränderung, da finden wir in unseren Traditionen und in unseren Werten Halt. Für unsere Brauerei ist eine der wichtigsten Traditionen unser Starkbieranstich auf dem Nockerberg. Heuer zum 70. Mal. Vielen Dank. Wir feiern Jubiläum in alter Tradition mit unserem Ministerpräsidenten. Ein herzlicher Gruß an unseren bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und seine liebe Frau Karin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Im Jahr 2010 feierte unser geliebtes Münchner Oktoberfest Geburtstag. 2020 und 2021 mussten wir pandemiebedingt darauf verzichten. Er musste im letzten Jahr eine wichtige Entscheidung treffen. Dürfen wir, können wir, machen wir Wiesn, machen wir sie nicht. Lieber Dieter Reiter, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Würde ich so sagen. Wir konnten zum 187. Mal unser München Oktoberfest feiern. Eine Tradition ist zurück. Ein herzlicher Gruß an unseren München Oberbürgermeister Dieter Reiter und seine liebe Frau Petra. Herzlich willkommen. Traditionen und Werte spielen auch in der Schörkower Unternehmensgruppe eine große Rolle. Ein Familienunternehmen mit Herz und Verstand. Gegründet im Jahre 1954 von Josef Schörkower. Weitergeführt und ausgebaut von Stefan und Alexandra Schörkower. Und jetzt, im 70. Jahr nach der Gründung der Schörkower Unternehmensgruppe, ist die nächste Generation im Unternehmen bereits angekommen. Heute sind sie alle da. Ein herzlicher Gruß an unsere liebe Inhaberfamilie Alexandra, Michaela, Stefanie und Florian Schörkower. Herzlich willkommen. Ja, liebe Gäste, freuen Sie sich jetzt auf unseren Salvator-Redner Maximilian Schaffroth, der dieses Jahr bereits zum dritten Mal die Fastenrede hält. Zweimal live, einmal digital. Und anschließend strandet unser Singspielteam um Stefan Beetz und Richard Oehmann auf einer einsamen Insel. Toi, toi, toi an unseren Maxi, an unsere Künstler. Wir drücken euch allen ganz fest die Daumen. Bitte einen kräftigen Applaus. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt wird er anzapft. Der Urvater aller Starkbiere, der Salvator. 3 Monate bei minus 1 Grad im Lagerkeller gereift, naturbelassen und unfiltriert, malzaromatisch mit ausgewogener Hopfenbittere. Ein herrliches Fastengetränk. Herr Ministerpräsident, wie schaut's aus? Packen wir's mir zwar. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Unser erster Braumeister Christian Danke bringt traditionell den Krug mit dem ersten Schluck. Vielen Dank. Einmal hier, Ministerpräsident. Dankeschön. Bitte schön. So, da la. Auf geht's, Christian. So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand. Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten
und seiner lieben Frau Karin auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Salve Pater Patriae, Bibas Princeps Optime. Prost beinand! Prost! 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 Sehr süffig. Mitnehmen, vielen Dank. Und jetzt geht's los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus unseren Salvator-Redner Maximilian Schaffroth. Viel Vergnügen. Dankeschön. Vielen Dank, es ist mir eine große, große Ehre, dass wir hier in echt wieder zusammenkommen können. Das kann die digitale Lösung nicht ersetzen. Ich möchte mich jetzt zunächst mal
bedanken beim Joachim Herrmann. Wo sitzt der Joachim? Wo ist er? Da schaut er raus. Der Frechdachs. Also, habst du das gesehen? Der Joachim Herrmann, danke erstmal, dass du die Tandler rausgelassen hast. Das ist heute über Antrag auch von Monika Hohlmeier direkt an dich herangetragen worden. Es ist eine Sondergenehmigung. Applaus für Joachim. Dankeschön. Aber Sie müssen wissen, das haben Sie jetzt nicht gesehen, der Joachim hat gerade sein Handy weggepackt, weil er mit seinem Diensthandy die Fußfessel von der Tandler gesperrt hat. Also das ist unglaublich. Digitale Justiz, oder wie der Joachim sagt, swipe and jail. Also das ist doch Wahnsinn, was wir in Bayern leisten können. Liebe Auswärtige, wer ist alles da? Der Dietmar Bartsch ist da, die Ricarda Lang ist da. Du bist ja mittlerweile auch eine Auswärtige, Claudia. Ja, ja, bitte. Red mal nicht, nein. Also, Nein, ich will alle Auswärtigen ganz herzlich begrüßen. Willkommen in Bayern, wo alle 11 Minuten einer für 30 Tage verschwindet. Ist doch ein Spaß da vorne. Jetzt geht da gehen die Mundwinkel jetzt runter da vorne. Es ist ein Spaß. Ich will nur Danke sagen. Erstens mal ist es nicht so einfach, dass wir das logistisch heute hier hinkriegt haben. Draußen tobt und braust die Realität. Wir sitzen hier gemütlich beisammen. Es ist Klimastreik, die ÖPNV streiken. Dieter, du hättest die Stadt auch ein bisschen schöner präsentieren können an so einem Tag. Also deswegen sage ich einfach nur, am Anfang danke. Es ist einfach auch gemütlich in so einem polizeilich umstellten Gebäude. Nein, ihr könnt es wirklich. Bitte entspannt euch. Lehnt euch zurück. Lieber Dietmar Bartsch, ich weiß immer nicht, wo ihr alle hockt. Tut einfach die Hand auf, wenn ich was sage. Das macht es mir einfacher. Da ist er. Der Dietmar, bitte, ist das von den Brotzeitplatten? Ist alles runter? Dieses gelbe, schmierige Zeug. Martin Hagen, ich rede nicht über dich. Also ich... nein. Ich rede über den Christian Lindner. Also... Nein, bitte, mir ist es wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Ihr kommt nachher und seid da bitte beruhigt. Ich weiß, man kommt hier rein, Polizei und so, und man ist aufgeregt. Aber ihr kommt nachher alle in Ruhe heim. Der Joachim hat tonnenweise Lösemittel bestellt, damit es nachher am Giesinger Berg nicht rumpelt. Ich rate auch generell keinem auf für Sie daheim. Ich muss Sie daheim auch immer ein bisschen ansprechen. Wir sind ja eine große Gemeinschaft hier in Bayern, auch wenn wir hier sozusagen eine gated community sind heute. Ich rate generell keinem, sich heute irgendwo in unserer Nähe festzukleben. Der Hubert schmunzelt schon. Ja, weil der Hubert die Angewohnheit hat, nach dem Wirtshaus mit ausgeschalteten Scheinwerfern heimzufahren. Hubert, ich habe das ja auch bei uns am Land, du weißt, was ist. Auskuppeln. Wir wissen alle, wer von außerhalb reingefahren ist. Wir wissen alle, wie es ist. Auskuppeln und ohne Licht am Bergen unterrollen. Huberts Beitrag zur Energiewende. So. Das ist schon schön, wenn ihr alle da seid. Das tut mir richtig gut. 4 Jahre, muss man sich mal überlegen, 4 Jahre ist das her, dass wir uns hier getroffen haben. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe euch vermisst. Ich meine, was haben wir alles durchgemacht, alle miteinander. Wir haben Immunität gewonnen, viele haben Immunität gewonnen, ein paar CSUler haben Immunität verloren. Aber die wären eh nicht wichtig nur gewesen für den heutigen Abend. Also hier sind heute die Wichtigsten der Wichtigen, die Crème Bavaroise und darauf. Und da bin ich wirklich glücklich, da möchte ich jetzt einfach mit euch anstoßen. Prost miteinander. Das ist schön, euch zu beobachten. Lasst euch Zeit. Na, ich will doch gar niemanden. Der Hubert strahlt schon wieder. Hubert schaut auf die Brotzeitplatten auf. Ich hab dich auf dem Radar, Hubert.
Dich habe ich besonders vermisst, ganz im Ernst. Letztes Jahr warst du, glaube ich, oder 2019 warst du noch näher da. Ich weiß, dass das dir erfreut ist. Endlich wieder zusammensitzen und gratis bewirtet werden. Ja, für was bin ich in die Politik gegangen, gell? Nein, der Hubert ist der Einzige von euch, der das Besteck noch nicht hat abräumen lassen. Weil er denkt, da kommt noch was, gell? Irgend so ein Creme Brûlée darf man schon noch essen. Na, wir halten zusammen, Hubert, das ist mir ganz wichtig. Wir zwei, da treib's noch ordentlich vor dir her, die Woke Bagage da. Ja. Ricarda, da brauchst du gar nicht so lachen. Jetzt ist ja auch noch Bundespolitik da. Ich hab's ja gerade gesagt, die schauen zu dir rüber, Hubert. Hast dir einen Namen gemacht im ganzen Land. Der Markus ist schon aufgeregt, streicht über sein Sakko. Das könnt ihr hier hinten nicht sehen. Aber wenn ich hier vorne so lange über den Hubert rede, da wird der Markus ganz zittrig. Bitte, Karin, halt ihm die Hand und geh mit ihm durch diese schweren 30 Sekunden, in denen es nicht um ihn geht. Nein, ich habe wirklich, Hubert, dann denke ich immer so viel über dich nach und ich merke einfach, jetzt rutscht mir das darunter, dass ich ein bisschen eine Connection zu dir habe. Ich sage, wenn ich dich so sehe, merke ich das, wie du diese Prinzipien so lebst, da sage ich einfach immer schön anstupsen, immer schön anstupsen die Herde. Der Hubert nutzt Twitter wie ein Landwirt den elektrischen Viehstupfer. Durch digitale Reize alle vor sich hertreiben, aber immer wissend, wer sehr nah hinter der Herde herläuft, steht im Fadenkreuz des Shitstorm. Das tut mir schon wieder leid, dass ich so krachend einsteige. Liebe Auswärtige, liebe Ricarda, lieber Dietmar, lieber Herr, da haben wir Staatsgäste aus Österreich, lieber Herr Professor Kocher, der österreichische Arbeitsminister, küsst die Hand, hallo, hallo. Bringt sie ihm einen weißen Spritzer, der vertragt das Bier nicht. Nein, ich muss ein bisschen krachend einsteigen. Ich will einfach hier die Benchmark für den heutigen Abend setzen. Ich baue für die FDP immer so ein paar Anglizismen ein. Ich kann nur sagen, lasst euch mitreißen vom bayerischen Spirit. Raus aus der Berliner Blase, rein in die bayerische Südstaaten-Anarchie, wo man noch sagen und essen kann, was man will. Wo in der Fastenzeit die Brotzeitplatten serviert werden. Also, ihr könnt euch hier im Grunde völlig inkonsequent verhalten. Der Markus macht es, seit er in der Politik ist, hat ihm nie geschadet. Ja. Na, sind wir ehrlich, vier Jahre, ich schaue euch in die Augen, ich habe diese Gefühle von damals wieder, da hinten hocken die Gastronomen und die umsatzstarken Getränkemärkte da hinten, die Basis, Hubert, unsere Leute, also ich gestehe, ich habe mich mit den Erinnerungen an euch ein bisschen über Wasser gehalten, was haben wir hier gelacht, was haben wir gefeiert, bis vom Starkbier der Boden ganz pappig war. Der Hubert und ich, wir sind uns ja in den Armen gelegen. Der Hubert ist das Starkbier hinten am Lodenkittel, hinten in den Kragen reingelaufen. Der Hubert ist komplett mit dem Lodenkittel an der Stuhllehne festpappert. Um 13:30 hat es einen Ratsch gemacht. Der Hubert war neben der Ilse, 2019, der Einzige, der rückenfrei heimgegangen ist. Ja, das ist ja, damals ist das nur gegangen. Da war das an einem Mittwoch, aber heute an einem Freitag sich irgendwo festkleben, Hubert, das hätte ein Geschmäckle. Ist eigentlich interessant mit der Papperei, gell? Die 15-Jährigen, die pappen sich an die Straße, ihr pappt an eure Stirn. Der Markus hat seine Klebezeit gerade nochmal verlängert. Weil er gemerkt hat, ich bin eigentlich gerade erst in der Ausherdphase. Und kein Lösemittel dieser Welt wird ihn entfernen. Nein, wirklich, es kommen alte Gefühle hoch, diese menschliche Wärme im Raum. Hubert, ich spüre dich. Ganz im Ernst, diese Wärme, das kommt bis darauf. Wer einen Hubert am Tisch hat, braucht keine Heizung. Also diese kommunalpolitische Infrarotstrahlung, die bringt sogar einen Markus ins Schwitzen. Der Hubert ist das außer Kontrolle geratene Brennstab.
Der Markus ist das überforderte Kühlaggregat. Markus, kleiner Tipp, hör auf, ihn zum Kühlen, dann kannst du ihm bei der Kernschmelze zuschauen. Da lachen die Grünen, gell? Da täten sich die Grünen freuen. Gell? Die Kata jaucht da hinten raus, der Markus schüttelt sich, alles bloß nicht grün. Also da muss man sagen, da ist der Markus in dieser Hinsicht ein Freund des geringeren Übels. Servus Dieter Reiter, alter Haudegen. Deine Stadt komplett lahmgelegt, ich hab's schon gesagt. Schau dir den Dietmar an, der ist völlig zerknautscht von der Fahrt im Flixbus. Also 6 Stunden vor Berlin bis München und 6 Stunden vor der Donnersberger Brücke bis daher. Also und ich weiß doch, Dietmar, dass eure Lieben daheim, die haben doch schon immer Angst, wenn ihr zu uns runterfahrt. Die machen sich ja jetzt mal Sorgen. Die sagen, musst du wirklich wieder da runter nach Bayern in diese Räuberhöhle? Ja, weil die es wissen, dass wir hier die Kunst der Verführung beherrschen. Ja, das ist etwas, wo ich sage, fühlt euch wohl, lehnt euch zurück, stellt euch was Leichtes. Die Grünen haben sich vorher schon aktiv bei der Bedienung erkundigt, ob diese Fleischpflanzen was Veganes sind. Ihr seid witzig. Nein, liebe Grüne, ihr gönnt euch heute mal einen Gockel mit Pommes. Also eine grüne Partei, die Kohlekraftwerke ans Netz nimmt und mit saudischen Potentaten verhandelt, kann auch bedenkenlos am frittierten Wiesenhofgockel essen. Prost beieinander. Markus, heute zeigen wir es Ihnen, den Ampelclowns in Berlin, gell? Dieses Berlin, nein, weil dieses Berlin, wir sind doch so zufrieden da, und da kommt immer dieses Berlin daher, wo alles noch ein bisschen wichtiger ist, wie bei uns. Alles noch ein bisschen wichtiger, Berlin, 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 ja, dieses Jet Set, wir haben mal dran geschnuppert, der Markus auch. Und dann, was war dann? Brauchen wir nicht weiterreden. Also, diese Schmach, unser Markus, der Kanzler der Herzen, abquatscht. Sind wir doch ehrlich, der Markus stand schon vorne am Bug mit ausgebreiteten Armen wie die Kate Winslet. Er hat sich hingegeben und hat gesagt, Berlin, Welt, ich komme. Wir wissen alle, wie der Film ausgeht. Also. Na, da hast du recht, Markus, schau ich dich an, ich schau dir immer so gerne in die Augen, ich hab dich richtig vermisst, der Vergleich hinkt, du hast eher einen Kopf aus der Bayerischen Regionalbahn ausgestreckt und dann kam eine Ampel, doing. Doing, da hab ich ein Déjà-vu, Manfred Weber, Déjà-vu, das ist Französisch. Und wir wollen da keinen ausgrenzen. Wir machen das hier intellektuell barrierefrei. Nein, der Manfred hat auch eins auf den Deckel gekriegt. Ja, dass wir Bayern immer so abgequatscht werden. Der Manfred hat auch die Arme ausgestreckt. Der Manfred hat gesagt, Salut Brüssel, je suis Manfred in Niederratskofen. Und der Macron hat gesagt, je suis Emmanuel und da ist die Tür. Also schmeißt er unseren Manfred raus und geht mit der Uschi aus dann schlürfen. Das ist doch ärgerlich. Diese Schmach, ich könnte mich da heute aufregen, diese Schmach, Herrgott, naja, diese offizielle Begründung, unfähig zum Erlernen der französischen Sprache wegen rollendem R. Ja, da hat sich der Manfred gedacht, rollendes R, da haben die Italiener kein Problem damit, gell? Die Meloni und der Manfred. Ihr zwei hockt auch noch gegenüber und sagt die ganze Zeit R, R, R. Na, ich sag's ganz offen, es ist im Süden nicht leicht, ja, mit diesen ganzen Uschis und Roberts und Annalenas, dieses Kosmopolitische. Jetzt ist der Robert halt nicht da. Gell? Warum stützen die denn euch nicht? Warum geben die euch nicht Backup da? Der Lindner ist nicht da, der Habeck ist nicht da. Aber Ricarda, ich sehe das auch, jetzt du schmunzelst, weil du das weißt, das Bild, wenn der Robert reinkommt, es ist einfach, der Robert kommt rein in so Parteitagshallen, dieser
ja, wie so der Sportlehrer, der gerade vom Segeltern zurückkommt, der den Seesack ins Eck schmeißt und seine Geschichten erzählt. Ja, es ist so dieser lässige, dieser Schulhof-Federgang, dieses... Ja, so kommt ein Habeck da rein. Nicht wie der Markus, der Habeck kommt rein ohne Marsch und ohne Musik. Der folgt his own rhythm, er folgt seinem eigenen Rhythmus. Und das ist den CSUler. Jetzt ist mir mein schöner, stabiler Point weggeflogen. Moment mal. Diversity. Nein, der Markus, der kommt, das ist den CSUler suspekt, wenn einer... Wenn einer reinkommt und keine Marschmusik braucht, um in staatsmännische Wallung zu geraten. Das war ja witzig, das habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen. In Passau, in der Dreiländerhalle, da haben sie beim Markus versehentlich einen falschen Marsch gespielt. Und der Markus war völlig durcheinander. Der hat gezuckt, der wusste immer, wie soll ich laufen? Vor, zurück. Ja, ich kenne das, wenn mein Staubsaugerroboter nicht über Teppichbodenleiste drüber kommt. Also... Ja, der Robert, jetzt ist er nicht da und trotzdem ist ein Thema. Der Robert, der weckt bei euch hier vorne Schulhof-Erinnerungen. Ja, das ist einfach so, der Selfmade Man mit dem Pueblo-Tabak, ja, der mit weicher Stimme aus dem Reklam Sartre zitiert, in einer Zeit, in der die Herren hier vorne noch mit dem Pixiebuch überfordert waren. Das freigeistig-liberale. Das hat der Markus mühsam lernen müssen. Und das nebenher, Markus, nebst dem Weltretten und noch an sich arbeiten. Und der politische Tagesbetrieb ist ja an sich schon enorm. Gerade die Pandemie überstanden. Man atmet kurz durch. Da fangen die Kinder an, sich auf Stross zu kleben. Protest, Terror. Dobrindt, Hand auf. Ah, da. Danke. Terror, hast du gesagt? Terror. Da bin ich, sagen wir es miteinander, Terror. Da bin ich voll bei dir. Terror. Weil der Uhu ist die AK-47 der Generation TikTok. Uhu, überall Uhu. Vielleicht sollten Sie lieber Patex, vielleicht sollten Sie am Patex nehmen. Das klingt wie Frontex, da sind bei der Regierung Sympathien vorhanden. Protest, Rebellion, das verstehen die Konservativen nicht, weil ihr das Gefühl nicht kennt. Im Ernst, gehen wir mal ein bisschen in Kontakt hier. Wer hat jetzt von euch hier vorne schon mal protestiert? Mal Hand auf, wer hat schon mal protestiert? Die Grünen, eins übermotiviert. Und der Hagen, beim Hagen genau, die Hand auf. Tut mir leid, dass ich da lache, aber... Was hast du protestiert? Hast du bei Sixt einen BMW bestellt oder einen Citroën gekriegt oder was? Ja, das sind die Momente, wo der Deutsche leidenschaftlich wird, gell? Ich will keinen BMW, ich will einen BMW, ich will keinen Citroën Kaktusautomatik. Ich will rasen, ich will mit bösen Scheinwerfern dicht auffahren. Und die Volvo-Gradler von der linken Spur unterblinzeln. Das Zucken der FDP, immer da in der linken Hand, das Zucken der FDP. Ja. Freiheit auf der linken Spur. Also es ist, ich spreche ja über was ganz anderes. Ich spreche ja über Leidenschaft, wissen Sie, über Leidenschaft für etwas, für was Höheres, Claudia. Ich freue mich durchaus, dass du da bist. Die Claudia, die kennt das. Lasst euch von der Claudia erzählen, was Leidenschaft ist. Die Claudia, die kennt das Gefühl, sich an Zäune und Gleise zu ketten. Nichts im Rucksack, außer die eigene Überzeugung und ein paar steinharte Dinkeltaler. Nein, das bin ich nicht. Ja. Die Claudia, die hat ja schon gegen Atomkraft gekämpft. Da seid ihr hier vorne nur mit dem Biberschlafanzug vorm Grundig-Fernseher gesessen. Habt mit saugendem Augen dem Dieter Thomas Heck gelauscht und geschrien, Mama, der Körper ist kalt. Wie wollt ihr denn verstehen, was Protest ist? Ihr versteht es nicht, woraus sich diese Energie speist. Die wollen was, ohne einen direkten Ertrag daraus zu erhalten. Das ist ja Hexerei oder Sozialismus. Dafür kann man aber keine mehr einsperren. Dann ruft der Dobri den Joachim an und sagt, ja, nennen wir es Terrorismus, dann kannst du es wegsperren. Zack, Blaulicht an, packen wir es an die Rasterzöpfe.
Nein, liebe Auswärtige, Rasterzöpfe, das sind in Bayern, das ist keine kulturelle Aneignung, das sind Biohaltegriffe für die transportierende Staatsmacht. Ja, wir haben langsam so Oppositionsklatschinseln hier. Hochinteressant, was sich hier tut. Hochinteressant. Na, wegsperren, wegsperren, am besten über den Aschermittwoch, damit die CSU in Passau in Ruhe saufen kann. So ist es mit der Freiheit. Damit ihr eure Freiheit habt, muss der Joachim erst ein paar Leute in die Unfreiheit verfrachten. Der Hubert denkt sich die ganze Zeit, wann komme ich dran, wann komme ich dran? Ich will erwähnt werden, ich bin schließlich der Vizeministerpräsident. Der Hubert, gespannt wie ein Flitzebogen, geladen wie eine Schneekanone, dem zittern schon wieder die Hände, der will an seine Spielkonsole. Hubert, aufrecht sitzen, zuhören, sonst gibt's Twitter-Verbot. Ja. Und so wichtig, dass der Musk deinen Account persönlich freischaltet, bist du auch wieder nicht. Bist ja wie ein reizüberflutetes Kind, die Augen schon ganz rot von dem vielen Neinschauen in die ganzen Geräte. Moorhuhn, Farmwille, Twitter. Hubert, Hubert, du musst aufpassen. Im Ernst, das kennen viele, die hergefahren sind, die vielleicht in München irgendwann wohnhaft geworden sind, und die kennen das selber auch. Man muss aufpassen, dass man Bezug zur Basis nicht verliert. Wirklich. Irgendwann steht man, da kommt der Moment, da steht man im Schumanns vorm Spiegel und dann merkt man, sie fix, ich weiß meine Kundennummer vom Raiffeisen Lagerhaus nicht mehr auswendig. Und jetzt, was ist los? Hubert, ich habe schon geschaut, kleiner Rückgang in den Umfragen, es schwankt und da schmunzelt der Markus. Markus, schau dich um im Saal, es gibt Alternativen. Die Katha, der Ludwig, da hinten schaut er raus, der Florian, jawohl. Aber ich verstehe dich schon, verstehe das absolut. Mit dem Hubert ist es bequemer. Der Hubert hat sich im Söder-Schwitzkasten bequem gemacht. Denn wer aus der konventionellen Landwirtschaft kommt, der weiß, man kann auch mit einem Metallbügel um den Hals ein Freiheitsgefühl entwickeln. Aber Markus, wer keine Konkurrenz fürchtet, der wird lahm. Da schauen wir mal her, der Olaf. Der Olaf baut in 90 Tagen ein LNG-Terminal, du in 4 Jahren keine einzige Wohnung. Also. Also wenn der Olaf ein Laserdrucker ist, dann sind wir eher so Olivetti-Tintenstrahl. Ein Laserdrucker ist schnell, aber leise. Der Tintenstrahl ist langsam, aber laut. Schauen wir mal rein in die CSU-Bilanz. Ich hab da so einen Aktenvermerk. Ganz kurz, ich muss mich auch mal ein bisschen sortieren hier oben. Da steht drauf, keine Gewinnerthemen. Ihr seid lustig in der Staatskanzlei. Da schreiben sie einen Aktenvermerk, wo drin steht, Stammstrecke ist gleich kein Gewinnerthema. Das vertuschen wir mal. Also, ich habe den Eindruck, seit so Leute wie der Scheuer weg sind, habt ihr einen Fachkräftemangel im Bereich strategisches Bescheißen. Bitte, es sind Kirchenvertreter da, die haben Connections. Lasst euch von denen erklären, wie man handwerklich sauber vertuscht. Also. Jetzt lesen wir mal rein in die christsoziale Bilanz. Mit Vollgas in die energetische Abhängigkeit. Kein Bundesland war so abhängig von russischem Gas wie wir. Dafür Stillstand bei der Windkraft. Eine desaströse Verkehrspolitik der CSU-Verkehrsminister im Bund, der Ramsi, der Alex und der Andi. Nichts auf die Schiene kriegen, aber die eigenen Wahlkreise durchtunneln wie christsoziale Maulwürfe auf Ritalin. Die Irschenberg säuft ab, die Österreicher machen Blockabfertigung, 33.000 Sozialwohnungen verscherbelt, also. Da dürfte man bei uns in Stephans Riertheim sagen, da fällt bald der Watschabaum um. Und das Schöne an der Demokratie ist, der Watschabaum sind wir. Sie daheim, wir dürfen auch träumen.
Wir dürfen träumen, aber es ist halt Bayern und die CSU, das ist ein bisschen so wie das ZDF und das Traumschiff. Man weiß, es ist ein riesiger Koloss mit enormer Verdrängung, aber es fühlt sich halt so gemütlich an, wenn der Silbereisen so tut, als könnte er ein Schiff lenken. Da stoßen wir drauf an, komm, Prost jetzt. Ja, liebe Opposition, da müsst man jetzt eigentlich meinen, das wäre eure Zeit, FDP. Dieses Jahr baue ich dich ein, Martin. Du heißt doch Martin, ja genau. Nein, ich komme auch immer durcheinander hier oben und so. Nein, ich sagte, da meint man wirklich so, was ich jetzt gerade so vorgelesen habe. Ja, da könnte man doch meinen, ja hoppala, da sind ja andere Parteien und da geht immer was vorwärts, aber was ist da los? Also da sage ich so, die Benchmark, Martin, die Benchmark is low, you gotta get the deal. Wir wuppen den Deal, wir gehen ins Lead. Tschakka, tschakka, tschakka. Was ist stattdessen los? 3%, aber ein Ego, als hätten sie im P1 auf dem Klo gerade in einen Faschingskrapfen bissen. Kleiner Insider. Check die FDP und die Gastwirte. und die SPD. Wo sind sie denn alle? Prost, dahinter. Da hinten hocken sie. Prost, da hinten. Ja, die SPD, da gleich daneben. Schönes Arrangement. Tiefenentspannt sind sie. Tiefenentspannt. Die rutschen schon halb vom Stuhl runter. 10% in Umfragen und dann mucken die Jusos auf. Rebellion als Selbstzweck. Dann sagen sie, wir tauschen einmal einen Generalsekretär aus. Und wenn man es fragt, warum, sagen sie, wissen wir eigentlich auch nicht. Also Erneuerung hat aber auch was für sich, das muss man auch so sagen. Also wir haben in der SPD jetzt ein Tandem, ein sozialdemokratisches Tandem, das erkennen Sie daran, dass es gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren will. Das ist das ist höchstmögliche Dynamik bei gleichzeitigem Stillstand. Da lobe ich mir den Pragmatismus in der Kommunalpolitik. Und jetzt grüßen wir hinaus nach Pfaffenhofen, nach Pfaffenhofer. Da hat der SPDler, natürlich mit breiter Unterstützung vom Gemeinderat, einen kostenlosen ÖPNV eingeführt. Bitte fragt die Pfaffenhofener. Also das macht wahnsinnig Spaß. Die Pfaffenhofener fahren umsonst im Bus, die hocken bloß im Bus umeinander. Ich war selber da. Die heizen daheim gar nicht mehr. Also es ist, es ist lustig. Es ist eine Art fahrende Wärmestube. Also es ist ÖPNV am Land, im Ernst. Was passiert da? Da nichts passiert da. Außer ein Rufbus mit 90 Minuten Vorglühzeit. 90 Minuten, da sind sie im Allgäu an der Haltestelle festgefroren. ÖPNV am Land, grünes Thema. 15, Markus, ich sage grünes Thema und er tippt sich in die Notizfunktion vom Handy. Da zuckt der Markus, die Grünen, Markus, die wären eine Konkurrenz. Aber die Kata, die ist zu jung für dein Amt, gell? Die ist ja noch so klein. Unter 40 darf man in Bayern nicht Chef sein. Diese Grenze lässt der Markus unangetastet, Kata. Das ist schon, so klein musst du ja auch wieder nicht machen. Der ist schon ein bisschen am Bierschaum nippen. Gell, da. Du musst aber verstehen, Kata, das ist doch klar. Oberster Chef, Bestimmer. Das darf man in Bayern erst werden, wenn man so beschaffen ist wie die da vorne. Wenn man vom Leben gezeichnet ist. Wenn, ja, wenn sich der Gesichtsausdruck verfestigt hat, bevor man überhaupt weiß, wie man schauen will. Dann ist man reif für sowas, wenn man auf der JU-Feier beim Tanzen mal einen Hexenschuss gehabt hat. Und dann tut man so, als wäre es ein cooler Dance-Move. Na, im Ernst, also es ist ein Punkt, wo man sagt, wenn man an einem Punkt ist, wo man vielleicht mindestens 4 Tage braucht, um sich von einer Veranstaltung wie der heutigen zu erholen. Ja, der Hubert hat heute noch Augenringe von der 100-Jahr-Feier von dabei war. Also habt ihr einen Tag gemacht, Kunstdinger geschnupft oder was? Du und die Monsanto-Gang. Also, Kata, weißt, ich komme zu dir, ich rede hier über Schlüsselqualifikationen für Führungskräfte. Man muss einen Geduldsfaden haben, so brüchig, dass man Leute durch strategische Cholerik zu einer Art Hochleistungsprekariat pusht.
Wer sich sicher fühlt, wird faul. Drum haut der Markus in der Früh um 6 die erste SMS aus. Und wer nicht antwortet, macht am Tag drauf irgendwas mit Europa. Servus, Melli Hummel. Also, man muss ein Viech sein, liebe Freunde. Das habe ich von dir, Markus, das baue ich jetzt einmal wieder. Liebe Freunde, man muss ein Viech sein, ein Cerberus. Man muss Viecher erlegt und Menschen in die Berufslosigkeit geschickt haben. Ich sage euch das, wer eine Cessna mit Knüppelsteuerung durch eine Turbulenz fliegen kann, ist als Führungskraft einfach besser geeignet als jemand, der mit dem Lastenrad unfallfrei durch Fraunhofer rauskommt. Die Jungen lassen wir nicht ran. Bitte. Die Jungen lassen wir nicht ran. Stattdessen verlängert ihr hier eure Amtszeit da vorne. Der Markus verlängert seine eigene, die vom Dieter Kleiner mit. Ihr bayerischen Space Cowboys. Machen Sie immer so jugendliche Bewegungen wie der Biden, wenn er aus dem Helikopter steigt. Wer das nicht kennt mit den Space Cowboys, das ist, wo halt der Clint Eastwood und ein paar andere übermotivierte Geronten mit 83 nochmal in eine Rakete reinsteigen und sagen, wer mit Einparkhilfe vorwärts in einen Walmart-Parkplatz reinkommt, der kann auch an einer Raumstation andocken. Das ist ja zum Verzweifeln für euch, liebe Opposition. Wie kommt man in Bayern an die Macht? Jetzt scheuchen St. Markus mit U-Ausschüssen vor sich her. Aber der Markus, der geht in so einen U-Ausschuss rein, wie der Wirt in sein eigenes Gasthaus. Servus, grüß euch, High Five, wie geht's? Fangt's an mit euren kritischen Fragen. Zwinker, 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 zwinker. Nein, im Ernst, das macht mir immer Spaß, mich mit euch so lange zu beschäftigen, weil der Markus, und dann schaue ich immer, wie du so auftrittst und so. Der Markus weiß halt, wie man solche Bühnen bespielt. Der Markus ist ein Medienprofi, der Hubert nicht. Ja. Der Hubert sagt zur Presse, who needs a press, when you can press your own truth directly in the handy rein. Der Hubert regt sich halt gerauf, ist ein bisschen deine Marke geworden. Die EU gibt ein Insekt zum Verzehr frei und der Hubert wettert wie ein digitales Rumpelstilzchen. Also Hubert, ich glaube, wenn die EU den Verzehr der Hausgrille verboten hätte, dann wärst du der Erste, der getwittert hätte, ich lass mir von der EU nicht verbieten, eine Hausgrille zu essen. Ich organisiere morgen ein großes Grillenessen, Hashtag ich fress, was ich will. Also, Hubert, einmal mehr auf dich, Prost beieinander. Aber der Markus schätzt dich, das merke ich euch, auch wie ihr euch anschaut und wie ihr miteinander fröhlich am Tisch sitzt. Der Markus hat in seiner Ergrünung gelernt, dass man allen Lebewesen Raum geben muss. Birkhühnern, Gelbbauchunken und Niederbayern. Servus Bernreiter. Du hast mir auch noch leid. Holt der Markus den Bernreiter nach München. Markus, der hat Heimweh. Schaust du ab und zu mal in die Augen deiner Minister? Schau mal, das Glasige da, der Bernreiter, der schaut wie die Heidi, als in Frankfurt bei der Frau Rottenmeier war. Der Bernreiter, der sammelt ja heimlich die harten Semmel im Schrank. 74% bei der Kommunalwahl. So viel sagen wir, stimmt das wirklich? Ich muss das mit euch nochmal verifizieren. 74%, ja, da merkst du das, wie die da reagieren, deine Kollegen. Merkst du das, wie die anschauen? Das ist doch Wahnsinn. Du bist ein Held für die, diese ländlich pure Kraft, das Glitzern der meandernden Donau in den Augen. Eine Mischung aus MacGyver, Herakles und Hotzenplotz. Sozialisiert in Deggendorf, in den Ausläufern des böhmischen Waldes. Der Bernreiter Christian, sagenumwoben daheim, der einzige Mann, der am Gäubodenfest auf den Lukas haut und am Tag drauf vermisst das deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum einen Wetterballon. So
So sagen die einen. Und die anderen sagen, wenn der Bärenreiter was ankurbelt, hat er am Ende die Kurbel in der Hand, aber drehen tut sich trotzdem nichts. Wohnen und Verkehr, Wahnsinn. Wohnen und Verkehr, Bayernheim und Stammstrecke oder die unlösbaren Aufgaben des Herakles Bärenreiter. Am Ende darfst du noch beim Aiwanger einen Anbindestall ausmisten. Kleiner Witz für einen Philologenverband. Den fallen jetzt vor Lachen die Lesebrillen von den Nasen. Ja, fürs Grobe da holt der Markus die Niederbayern. Fürs Feine holt er den Markus Blume. Hand auf, Markus. Jawohl, da hinten sitzt er, da hinten sitzt er. Diese braven Gesichter von den Ex-Generalsekretären. Der Meier, der Huber, der Blume, so brave Gesichter. So brav, aber gosch wie ein rumänischer Grenzsoldat. Du hast auch eine steile Karriere hingelegt. Gerade noch Generalsekretär, der Watschen August der Partei. Und zur Belohnung Minister für Wissenschaft und Kunst. Kunst in Bayern. Wie schaut's aus mit dem Konzertsaal in München? Der Markus, also nein, der Markus, der was zum Sagen hat. Der Markus hat sich eine Denkpause erbeten. Markus, in der Zeit, in der du denkpausierst, bauen andere Städte ganze Äpfelharmonien. Keinen Sinn fürs Feine, die Bagage da fahren. Michael. Michael, ich sehe dich schon. Die Augen zu machen bringt nichts. Ja. Ist ja hoffnungslos mit dir. Ja, dann muss ich dir so schimpfen, Michael. Ja, dann schau dir wieder so, wie ein Erstklässler, der geschimpft wird und merkt, ihm kommt gleich die Apfelschale rauf. Weil ihr jetzt langsam seid. Weil ihr jetzt langsam seid. Und so, auf das Thema komme ich nachher öfter. Ihr seid langsam. Jetzt müssen wir Lehrer anwerben. Dann schäme ich mich ja. Ich schäme mich im Ernst. Da haben sich die Kultusminister und Ministerin anderer Länder aufgeführt. Von Baden-Württemberg. Die Kultusministerin ist, glaube ich, heute da. Wo haben wir sie? Die? Jawohl, der Resa Christi Gott, da schaut's dir mal in die Augen. Ich will, dass das nahbar wird, die Politik. Dass ihr nicht so Schlagzeilen raushaut und dann regt sich jemand auf. Die hat Lehrer ausgebildet, die Theresa. Liebevoll. Liebevoll und auf der Höhe der Zeit. Und was glaubt ihr, wenn ein Lehrer aus einem digitalisierten Bundesland nach Bayern kommt? Was glaubt ihr? Ihr denkt immer, wir sind so gut, aber die kommen zu uns, wenn die unsere rückständigen PVC-Dunstgeschwängerten Leistungsfolterkammern sehen. Die drehen um und unterrichten daheim gratis an der Volkshochschule. Im Ernst, die sehen unsere Klassen mit 38 Schüler. Und wenn es da der Schlag noch nicht getroffen hat, dann spätestens beim Auswechseln des Leuchtmittels vom Tageslichtprojektor. Tut mir ja leid, es tut mir leid, dass ich mich hier erdreiste, mich über das bayerische Schulsystem lustig zu machen. Da ist auch viel persönliche Verletzung mit drin. Ich bin immer ehrlich, wenn ich hier auf der Bühne stehe. Ich versuche immer so ehrlich wie möglich zu sein. Aber sehen wir uns miteinander mal ehrlich. Die Essenz des bayerischen Schulsystems lautet permanente Höchstleistungsanreize durch schwelende Minderwertigkeitsgefühle. Ist ja quasi die Bauanleitung für die Persona Söder. Der Markus leidet da heute noch drunter. Der Markus leidet da heute noch drunter. Ich muss besser werden, ich muss besser werden, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Wir haben diesen Mann doch erschaffen. Jetzt werden wir es nicht mehr los, das Leistungsmonster. Liebes Kabinett, ist ja für euch auch nicht leicht. Wo hast du das hingesetzt, Markus? Deine christsozialen Schlittenhunde. Ja, was sind denn alles mit? Na, es ist halt einfach so, das Ministerialprekariat, da, die Zeitarbeitsbrigade, das ist es, wie man die Leute dann treibt. Eine schwelende Angst vor der Entlassung. Die Gerlach-Judith, Digitalministerin. Judith, wo bist du? Jawohl, da hinten. Ja, die hat ja, das ist ja so, wenn man Angst hat, ne, dann sind die Leute nicht mehr ehrlich zu einem. Die Judith, die fährt immer, bevor du wohin fährst, da fährt die Judith 10 Minuten vorher hin und sagt, räumt die Faxgeräte weg, der Chef kommt. Die Ulrike Scharf, die weiß das auch. Die hat ja vor 4 Jahren gemerkt, wie schnell man weg ist, wenn man nicht spurt. Da wird der Markus schnell zum Scharfrichter. Aber der Markus hat auch Lieblinge. Er hat auch Lieblinge. Liebling Nummer 1. Holle Check, mandel dich nicht auf. Ich rede vom Joachim.
Der Joachim lächelt wieder so verschämt. Der Horst dachte, ich habe dich am Anfang schon abgefrühstückt, gell? Nein, Joachim, ich dachte mir, ich lasse dich essen, aus der Grundlage und verträgst mehr. Jetzt ist die Zeit, gell? Jetzt ist die Zeit, wo vieles zusammenkommt. Jetzt profitiert der Joachim von seiner Präventivhaft, die er damals mit seinem Juristen-Lego zusammengesteckt hat. Also, da hat der Mann, ich habe ja nachgelesen, da hat der Mann das zweite juristische Staatsexamen und baut Gesetze wie ein Heimwerker nach 5,5. Könntest dich ja mal im Fasching als Justitia verkleiden, hey? Der Joachim als Justitia, das wäre lustig. Wer braucht die blechernen Waagschalen, wenn er zwei gesunde Hände hat? Also, na, aber dafür muss man sagen, die Schlagzahl ist enorm. Die Schlagzahl ist enorm, weil wir sagen auch zackig. Also verhaften, das geht bei uns ganz zackig, liebe Auswärtige. Wenn wir unsere Klimaziele so schnell umsetzen würden, wie wir verhaften, dann müssen wir nicht mehr verhaften. Liebling Nummer 2, jetzt da hinten hockt er. Der Klausi blinzelt da hinten raus. Der Klaus Holecek, der hat die verschlungenen Wege in den Markus hineingefunden, hinter die Gesichtsstellmotoren der fränkischen KI. Klaus, solche wie du, das kenne ich noch aus dem Allgäu. Das sind die, die immer im Schulbus ganz vorne gesessen sind und sich beim Busfahrer eingeschleimt haben, gell? Ach, das ist toll, wie sie ganze Leute in großer Wagen lenken. Nein, ich beneide dich nicht, bin ganz ehrlich. Ich beneide dich nicht. Pflegenotstand, Klinikpleiten, in den Krankenhäusern wird es immer enger. Klaus, ich habe ja gesagt, schließt es euch kurz, besprecht es euch heute Abend. Wenn der Hubert weniger beschneien wird, gäbe es zumindest schon mal weniger Beinbrüche. Wir haben alle in der Pandemie, sehr interessant, da haben wir für die Pflege geklatscht. Ich erinnere mich noch, der Jens Spahn hat beim digitalen Nockerberg gar nicht mehr aufgehört zum Klatschen. Und geändert hat sich trotzdem nichts. Obwohl das Thema früher oder später jeden von uns in diesem Raum betrifft. Und ich habe vorhin ja gesagt, das CSU-Traumschiff ist ein Verdränger. Aber in dem Punkt habe ich den Eindruck, sind wir alle Verdränger. Und jetzt fängt der Markus an, wie wild Personal im Ausland zu rekrutieren. Die Annalena Baerbock ist heute nicht da. Der Markus freut sich, er vertritt sich nicht ungern. In Rumänien sagen sie hinter vorgehaltener Hand, aha, das ist diese feministische Außenpolitik. Sie ist 1,95 groß und heißt Markus. Hab dich einen Zentimeter größer gemacht. Zwinker, zwinker. Und jetzt fällt euch das ein. Jetzt fällt euch das ein, dass wir Leute aus dem Ausland brauchen. Fachkräftemangel, es geht ja bis in die Politik rein. Und dann. Und dann denken wir, es kommt da mal was Neues. Stattdessen kommt so ein politischer Scheunenfund wie der Friedrich Merz daher. Und verunglimpft mit seinem Geschwätz über kleine Paschas eine ganze Kultur. Und da sagt die Union, ja mei, gell, das ist wie bei Autos mit H-Kennzeichen. Da sagt man, der ist schon älter, der darf ein bisschen mehr Dreck ausstoßen. Und ich sage ganz klar, wir können uns so ein Geschwätz nicht leisten, wenn wir die anstehenden Probleme ohne Zuwanderung nicht im Ansatz bewältigen können. Lieber Friedrich, wo auch immer du gerade sitzt, du ranzige Leberwurst. Bist immer noch beleidigt vom Fasching, ich weiß schon. Und du erwartest allen Ernstes eine Entschuldigung von der Strack-Zimmermann. Und selber kannst du nicht entschuldigen. Du müsstest dich eigentlich bei sämtlichen in Deutschland lebenden arabischen Kulturen entschuldigen. Ich mache das stellvertretend, lieber Friedrich. Da sage ich dir ganz klar. Elibetu Mahzaz Mabirminaz Bechjaru. Das war syrisch mit Allgäuerisch. Jetzt kommt ägyptisch mit Allgäuerisch. Elibetu Menizaz Mehadevj Bultub. Schaut nicht so davon, ihr müsst nicht alles verstehen. Ist doch einfach eine schöne Übung, mal nachzufühlen, wie das ist, wenn man mal hinkommt, wo man nichts versteht.
Ja? Man ist angewiesen auf Leute, die einem helfen. Und da das in diesem Land ja nicht alle so sehen, dass man helfen muss, und damit mir am Ende hier keiner vorwerfen kann, ich hätte nicht über die ewig Gestrigen geredet, machen wir die AfD gleich auch noch auf Arabisch. Wala Fekra, AfD. Das ist lustig, dass ihr denkt, das heißt was Schlechtes, das war was Nettes, was ich gerade gesagt habe. So ist das mit dem Vorurteil, gell? Wala Fekra, AfD. Et zekaru kulina fi merkeb wahet. Yesalame. Eftekru kulina fi merkeb wahet. Und an alle Reichsbürger, ihr kennet mir mal de Buckel Narutscher. Der Telegram-Chat läuft gerade heiß. Was hat der Staatsmedien simpel über uns gesagt? Liebe AfD, da müsst ihr jetzt jemanden um Hilfe bitten, der eine andere Sprache spricht als Deutsch. Schöne Hausaufgabe und deswegen Prost aufs kulturelle Miteinander. Ich habe vorher gesagt, wir sind gut im Verdrängen und ich schließe mich damit ein. Ich habe jetzt, seit ich auf dieser Bühne bin, nicht über das gesprochen, was uns alle hier belastet, was uns alle umtreibt. Und ich gebe offen zu, ich bin daheim gesessen und ich habe mir den Kopf zermartert und ich bin ratlos. Ich bin ratlos und ich bin aber auch beeindruckt. Ich bin beeindruckt, wie schnell einige immer eine starre Meinung haben zu den komplexesten Themen. Unglaublich. Ich denke, wir sind uns in diesem Saal hier alle einig, dass wir Frieden wollen, dass es unerträglich ist, was den Leuten in der Ukraine widerfährt und dass man den Menschen, die sich zu unseren, dass man die Menschen, die sich zu unseren Werten bekennen, nicht einfach so im Stich lassen kann. Was die Menschen in der Ukraine ertragen, das ist für viele von uns überhaupt nicht im Ansatz vorstellbar. Und da merke ich immer, wie in Watte gepackt wir sind, wie gut es uns geht und dass wir einfach auch gar nicht, oft nicht begreifen, wie gut es uns geht. Wir haben am Anfang über Freiheit gesprochen, wir sind rausgekommen, wir haben die Masken runtergenommen und den Freiheitsakkord gesungen. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen, was wir hier heute gerade machen, dass ich hier vor euch stehen darf, dass ich frei reden darf. Das stört jetzt mit dem Handy. Dass ich frei reden darf und ich betone, ich darf komplett frei reden. Und das erfüllt mich mit großem Glück. Ich glaube, ich wäre in vielen Ländern heute nach dem zweiten Satz mit der Tandler mitgegangen. Dass wir nicht mehr merken, was wir hier haben, das fällt mir oft auf. Und woanders gilt es als Größe und als Stärke, wenn die Herrschenden unantastbar sind, sich abschotten, sich nicht kritisieren lassen. Und hier, schaut es an, hocken sie in der ersten Reihe und lassen sich abwatschen. Also, das ist für mich wahre Größe. Und da sage ich einfach mal Danke an euch da vorne. Danke an die Kommunen, an alle Ehrenamtlichen, die gerade das Unmögliche möglich machen, die sind bereits am Limit und die finden immer noch Lösungen, weil sie diese Verantwortung, die aus unserem Glück raus resultiert, erkennen. Unterstützt die, ihr hier vorne, die brauchen gerade keinen warmen Händedruck, die brauchen Geld. Und allen, die zweifeln, auch an wer auch immer uns jetzt da gerade zuschaut, die das Vertrauen verloren haben,
das Vertrauen in Demokratie, in Rechtsstaat, in Medien, denen sei nur mal gesagt, ich bin echt, ich stehe hier live, der BR sendet verzögerungsfrei, ich sage hier, was ich will, ich sage es frei raus, wir sind mit viel Glück in ein System hineingeboren, in dem relativ viel richtig läuft, bis auf Maskendeals, Sauter, Nüsslein, Tandler, geldgierige RBB-Intendantinnen, Cum-Ex, die Warburg-Bank, der Pflegenotstand und die EU-Düngemittelverordnung. Und das habe ich meinen Milchbauern im Allgäu versprochen, dass ich das noch einbaue. Genau. Und dann außerdem soll ich noch vom Verband für Ingweranbau noch sagen, lass den Schurbeck in Ruhe. Seit seiner Verurteilung ist der Ingwerpreis um 40% eingebrochen. So, und das darf ich hier alles frei sagen. Und wer dieses Glück und diese Freiheit nicht schätzt und sagt, mir ist das hier in dem Land ein bisschen zu viel Freiheit in so einer Demokratie. Mir waren das vielleicht damals bei der Einführung vom Farbfernsehen einfach schon zu viele Farben. Die Welt ist zu bunt, ich packe das nicht. Ich habe es lieber schwarz-weiß und binär. Dann sage ich, dann macht's bitte Platz für Leute, die zu uns wollen und an dieser Freiheit teilhaben möchten. Dankeschön. Ich habe nur 5 Seiten. War doch Spaß. Ganz zum Abschluss sage ich mir, ich finde, wir haben sehr, sehr lang von der Unfreiheit anderer profitiert und wir können nicht wie eine dicke Henne auf unserem Glück sitzen. Wir müssen es teilen, sonst fliegt uns irgendwann der Hennenstall um die Ohren. In diesem Sinne, nehmt die Anliegen der jungen Menschen ernst. Die haben noch ein bisschen länger auf diesem Planeten als ihr hier vorne mit eurer statistischen 32,5 Restjahre. Habt zur Demut und vergesst mir die kleinen Leute nicht. Applaus für den Chor der Jungen Union Miesbach. Dankeschön. Auch so viel Schmarrn machen, dann baue ich euch nächstes Jahr ein. Im Lode stehen wir vor euch, die Unschuld.
Welt ist voller Reize, und schwer ist der Verzicht. In einem lauen Grunde, da dreht kein Rad im Wind. Es schaut aus den Kaminen, es flatuliert das Rind. Es staubt aus den Kaminen, es flatuliert das Rind. Es blüht der Wein im Norden, noch brummt die Biene herum. Es sprießt der Jugendwiderstand, es keimt ein Watschenbaum. Es sprießt der Jugendwiderstand, es keimt ein Watschenbaum. Im Wald die Eiche still, im Eis der Pinguin stumm. Und ist das Eis geschmolzen, darf er nach Hellabrunn. Und ist das Eis geschmolzen, darf er nach Hellabrunn. Es tosen der Welten Meere, es schütze uns kein Zaun. Es zittert die alte Eiche, bald fällt der Watschenbaum. Es zittert die alte Eiche, bald fällt der Watschenbaum. Erhebet die Krüge auf Demokratie und Bier. Es lebe die Freiheit, der Watschenbaum sind wir. Juhu! Matthias Körner als Andrea Tandler. Dankeschön. Viel Spaß beim Singspiel. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war sie, die Fastenrede 2023 vom Maxi Schafroth. Und es gab sogar Standing Ovations. Auch der Ministerpräsident ist aufgestanden. Herr Söder, womit hat der Maxi Schafroth die Standing Ovations heute Abend wirklich verdient? Also erstens war es seine beste, die er bislang gehalten hat. Es war sehr feinsinnig. Ein paar kleine Fehler über die bayerische Politik, aber wirklich sonst sensationell, toll beschrieben. Ich habe mich amüsiert, ich habe gut zugehört. Und der Schluss war echt ein starkes Bekenntnis, gerade zur Freiheit. Weil manche in Berlin glauben mir, wenn sie selbst in Berlin, wenn sie das hören, das sei ein Totalangriff. Das ist eine Form von Freiheit. Insofern war das heute Nockerberg at his best. Bin echt stolz und freue mich sehr. Also auch die ernsten Töne getroffen. Er ist ja auch ganz groß im Vergleichen. Ich glaube, Sie waren heute mal Kate Winslet, ein Kühlaggregat oder der Messias. Ist Ihnen so ein Lieblingsmoment geblieben, wo Sie es besonders gerissen hat? Naja, finde ich mal ganz nett, wenn er über den Huber geredet hat. Aber generell würde ich mal sagen, es war instant ausgeglichen, echt toll. Und der Schluss war natürlich besonders stark. Frau Baumüller-Söder, Sie mussten ihm ja auch die Hand halten zwischendurch. Haben Sie dann eher mitgefühlt oder mitgelacht? Ich habe, glaube ich, eher mitgelacht, weil es war ja wirklich nicht ernst gemeint. Ja, er war ja wirklich sehr gut weggekommen heute Abend. Was ist denn eigentlich da dran, dass Ihr Mann so viel Aufmerksamkeit benötigt? Ich würde mal sagen, da ist gar nichts dran, dass er so viel Aufmerksamkeit benötigt. Ich glaube, er ist
selber immer sehr präsent. Also ist es okay, wenn ich kurz zur Frau Aigner rüber wechsle? Freut mich sehr, bloß nicht den Hubert fragen. Vielen Dank, Herr Söder. Ja, Frau Aigner, ich habe genau zugehört. Kann es sein, dass Sie jetzt doch tatsächlich nicht vorkamen? Waren Sie da doch? Nur ganz kurz, aber ich bin ja auch nicht so im Fokus. Das ist voll in Ordnung, aber indirekt durch die ganze Diskussion über Demokratie und Freiheit habe ich mich sehr wiedergefunden. Wie fanden Sie die Rede insgesamt? Also ich würde sagen, er ist nicht despektierlich gemeint, sondern er ist gereift. Also das waren keine Plattensprüche, ganz im Gegenteil. Das war sehr tiefgründig, sehr reflektiert und gerade eben die ganze Passage jetzt am Schluss über die Frage der Freiheit und was man alles sagen kann, dass wir uns alle noch freiwillig hinsetzen und das anhören, das ist wirklich in keinem anderen Land so selbstverständlich und das muss man auch mal wertschätzen. Das habe ich toll gefunden. Diese Passage war super. Absolut. Dann wechsle ich hier nochmal rüber zum Herrn Aiwanger. Herr Aiwanger, fühlen Sie sich angemessen erbleckt? Ja, also ich habe mich sehr oft erwähnt, das hat er schon fast ausgeschaut, als hätte ich ihm Schmiergeld bezahlt, aber das war alles völlig unabgesprochen. Natürlich hat er meine ländlichen Wurzeln wieder betont, wie man am Land vom Wirtshaus heimkommt, um ja, zu werden. Die Burschen vom Land, gell, das verbindet sie schon irgendwie. Ich über den Buckel runterfahren, ja, das sind die Tricks am Land, dass man überlebt. Er hat Sie ja auch sehr gelobt für Ihre Twitter-Tätigkeiten, dass Sie da bundesweit bekannt geworden sind, da sollen Sie stolz drauf sein, sind Sie das? Ja, was heißt stolz? Ich tue es aus Überzeugung, weil ich irgendwie glaube, dass die Vernünftigen sich gegen die Verrückten mehr zur Wehr setzen müssen in dieser Welt. Und wir haben ja einfach den Versuch, dass immer mehr Verrückte die Meinungshoheit gewinnen. Und da muss man dagegen halten. Verstehe. Wer hat Ihnen das eigentlich beigebracht? Niemand. Das tut man aus dem Bauch raus. Haben Sie schon getwittert heute Abend? Das funktioniert doch hier nicht, weil so viele twittern wollen, da geht nichts raus heute. Ich wollte schon ein Bild twittern, bevor es losgegangen ist, gleich geht's los. Das Bild steckt immer noch fest, jetzt habe ich es gelöscht, weil sonst geht in einer Stunde raus, gleich geht's los. Herr Funkloch hier, merken Sie was, gell? Vielen Dank, Herr Aiwanger. Ja, also wie man merkt, wirklich durchwegs positives Feedback für Maxi Schafroth, vor allem auch für die ernsten Passagen hier vom Kabinettstisch. Und damit erstmal zurück zu euch, Ursula und Christoph. Ja, sehr lustig. Man sah wirklich immer vielen Dank, wie Hubert Aiwanger an seinem Handy war und irgendwie was machen wollte. Und ich habe dann immer geschaut, kommt da was von ihm? Und in der Tat, das kommt da wahrscheinlich erst nach dem Singspiel. Also der Nockerberg hat Nachholbedarf und zwar beim WLAN, sagt Hubert Aiwanger, damit er auch während der Veranstaltung und zwar pünktlich zu Beginn der Veranstaltung was posten kann, sinngemäß, jetzt geht's los. Was ich sehr lustig fand, das war die Antwort von Frau Baumüller-Söder auf die Frage, ob ihr Mann ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem hat und sie einfach sagte, der ist von selber sehr präsent. Das ging ihr wirklich glatt und fehlerfrei über die Lippen. Das ist eine gute Formulierung und wir werden uns ja von diesem Präsenzbedürfnis heute noch selber überzeugen können. Markus Söder ist natürlich bei uns nach dem Singspiel dann Gast in unserer Diskussionsrunde Sauber der Bleckt. Und da werden wir sicherlich auch über diese ja, sehr nachdenkliche Schlusssequenz von Maxi Schafroth noch sprechen. Sein großes Thema, ne? Die Ode an die Freiheit, ja, an die Demokratie. Da gab es in der Tat Standing Ovations. Das war so ein Gänsehautmoment. Ja. Wir sind mal gespannt, wen die Sandra als nächstes noch ans Mikrofon bekommt. Aber wie du schon gesagt hast, bemerkenswert war, dass es darauf eigentlich die größte Reaktion gab, Standing Ovations. Es hat sich ja so langsam aufgebaut, ja, bis man gemerkt hat, es sind ja dann manche auch aufgestanden, ja, weil sie gedacht haben, da kann er jetzt nicht sitzen bleiben. Stimmt, das war so eine kleine Welle im Saal. Und jetzt sehe ich, dass die Sandra bei Dieter Reiter steht, beim Münchner Oberhaupt. So ist es, Ursula. Ich bin beim Herrn Reiter und frage einfach mal, wie war es für Sie? Also ich kann es nur mit einem Wort beschreiben, grandios. Ich glaube, es war mit Sicherheit eine der besten, wenn nicht die beste Fastenrede, die ich jetzt in meiner Zeit bis jetzt gehört habe. Es war pointiert, es war spitz, es war humorvoll. Und ich fand es besonders beeindruckend, wie er halt die schwierigen Themen umschifft hat, nämlich das Thema Ukraine, das Thema ja, Klimakleber hat er toll gemacht, aber auch die schwierigen Themen, wie gesagt, die Corona-Leugner, diese ganze sogenannte Protestbewegung. Und ich habe es auch schon lange nicht mehr erlebt, dass es mitten in der Fastenrede stehenden Applaus gibt für den Redner. Man hat schon gemerkt, er hat einfach den Punkt richtig genannt. Und ich glaube, wir haben uns alle köstlich amüsiert, jedenfalls an diesem Tisch.
am Nachbartisch kann es vielleicht ein bisschen anders gewesen sein. Ich hoffe auch über die Passagen, in denen Sie mal dran waren. Sie wurden ja als bayerischer Space Cowboy bezeichnet. Ist das schon Altersdiskriminierung? Nein, nein, ich mag diesen Film sehr gern, die Space Cowboys. Am Schluss haben die die Welt gerettet. Das kann jetzt nicht der schlechteste Vergleich sein. Aber wenn man da so der Black wird, denkt man dann doch vielleicht nochmal drüber nach, über die dritte Amtszeit, also Generationswechsel und so. Das hat er ja auch angesprochen. Ja, natürlich ist das ist ja etwas, was man latent nachdenkt. Aber ich bin ja sehr glücklich, sagen zu können, als Oberbürgermeister wirst du direkt von der Bevölkerung gewählt. Und wenn die das Gefühl haben, der ist zu alt, wir wählen jemand Jüngeres, dann tun sie das einfach. Also insoweit ist es ja nur ein zur Wahl stellen. Und dann kann man sagen, ich mache ein Angebot. Und wenn die Bevölkerung oder die Bürgerinnen und Bürger meinen, nee, wir nehmen lieber jemand Jüngeres, dann sollen sie es machen. Also Ihr Angebot steht, das Volk entscheidet. Vielen Dank, Herr Reiter, und einen schönen Abend weiterhin. Dankeschön. Es ist nicht mein Naturell, dem Münchner Oberbürgermeister, den ich jahrelang in der Anzapfbox beim Münchner Oktoberfest sehr kennen und schätzen gelernt habe, zu widersprechen. Aber ich möchte zumindest ergänzen. Er hat gesagt, Ursula, er fand es grandios, wie Maxi Schaffroth die schwierigen Themen umschifft hat. Ich fand, dass er sie nicht umschifft hat. Er hat gerade mit seinem Schlussprolog alles, was um die Ukraine herum als Thema uns sehr beschäftigt, nämlich die Demokratie, die Freiheit, hat er sehr klar angesprochen. Und die Klimaaktivisten, ja, da hat überhaupt keinen Bogen drum gemacht. Also da ist er nicht umschifft, da hat er eher noch Klebstoff reingeschoben. Es war aber unheimlich interessant, den Innenminister zu verfolgen, wenn von den Klimaaktivisten die Rede war, von der Fußfessel die Rede war, bei dem Auftritt von der Andrea Tandler. Also der hatte schon so seine Mühe, dass ihm sein Lächeln nicht eingefroren ist. Oder wie hast du das wahrgenommen? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eine hohe Kunst ist, dass es immer eine Gratwanderung ist, während der Rede, während des Singspiels die richtige Mimik zu haben, um an der Reaktion ja nicht erkennen zu lassen, was man tatsächlich fühlt. Ich fand beim bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, noch ist es nicht so weit, hat man schon gemerkt, dass er zu kämpfen hatte, denn die Themen haben ihn sehr stark betroffen und die waren natürlich auch ziemlich auf den Punkt und sehr hart und sehr kritisch formuliert. Also das war schon... Aber es ist ein bisschen wie beim literarischen Quartett, ne? Ob Lob oder Verriss, Hauptsache man ist dran. Und jetzt ist die FDP dran, die bayerische FDP, personifiziert durch Martin Hagen. Ja, Herr Hagen, Sie haben recht gut gelacht. Dabei müsste es eigentlich bei der FDP nicht so sein, dass sie heute eher froh ist, wenn sie nicht drankommt? Na, überhaupt nicht. Also erstens war es ein sensationelles Programm. Der Maxi Schaffroth, der ist so ein Allgäuer Schlitzohr, der hat immer so eine Hinterfotzigkeit und man kann ihm trotzdem nicht böse sein. Ich fand es wirklich sehr, sehr witzig. Und er hat ja gesagt, 3% die FDP und trotzdem fühlen sie sich wie die Großen oder haben ein Ego wie die Großen oder so. Woher nehmen sie denn das Ego eigentlich? Ja, ich bin seit fast 25 Jahren in der FDP. Ich bin Fan von 1860 München. Also sprich, ich bin Leiden gewohnt. Ja. Man gewöhnt sich daran, dass es nicht immer nur aufwärts geht, aber damit muss man umgehen können. Ach, Herr Hagen, und am Ende hilft ja vielleicht auch ein Schluck Starkbier, oder? Um sich ein bisschen Mut noch anzutrinken. Ja, also schaden kann es auf jeden Fall nicht. Also wir sehen, hier wird gute Miene gemacht zum Dabecken. Vielen Dank, Herr Hagen. Ich wanze mich mal hier rüber. Da steht nämlich Florian von Brunn, Spitzenkandidat für die SPD. Herr von Brunn, Sie haben es ja heute tatsächlich mit Ihrem Vornamen, haben Sie es gemerkt, in die Rede geschafft? Ja, klar habe ich das gemerkt. Aber jetzt mal im Ernst, was macht das mit Ihrem Ego? Also ich finde es erstmal toll, hier zu sein. Es ist eine wahnsinnig tolle Stimmung. Es ist auch wunderbar, dass es jetzt wieder stattfinden kann, nach dem Ausfall wegen dem Ukraine-Krieg, wegen Corona. Also ich glaube, das ist wirklich eine Münchner Institution, Tradition hier auf dem Nockerberg. Und eine tolle Fastenpredigt, tolle Rede, die der Maxi Schaffroth heute gehalten hat. Aber Herr von Brunn, jetzt lenken Sie nicht ab. Sie müssen es ja irgendwie mal schaffen, bekannter zu werden. Wir haben Wahljahr. Was ist Ihre Strategie, dass nicht mehr nur der Vorname vorkommt in der Rede? Was heißt, ich muss es jetzt mal schaffen, bekannter zu werden? Ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren Vorsitzender der SPD-Fraktion und der SPD in Bayern. Das ist jetzt keine so lange Zeit. Und ich bin die ganze Zeit in Bayern unterwegs, spreche viel mit den Leuten, besuche Krankenhäuser, besuche Schulen, kümmere mich um das Thema Energiewende. Also ich glaube, viel mehr kann man nicht machen. Dann wünsche ich viel Glück dabei und noch einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihr Feedback. Danke. Und hier drüben sehen wir den Minister für Bau und Verkehr, Herrn Bernreiter. Wie hat es Ihnen gefallen, die Rede von Maxi Schaffroth? Ja, hat mir sehr gut gefallen. War ja jetzt 3 Jahre kein Nockerberg, darum hat es ja viel angesammelt.
Er hat ja gesagt, Sie würden die Heimat vermissen wie Heidi. Stimmt das? Es wird immer hinein interpretiert. Ich bin sehr gut in München angekommen. Und es war ja eine spannende Geschichte, nach 20 Jahren mal noch was Neues machen zu dürfen. Und ich fühle mich wohl in der Aufgabe. Ich bin auch gerne in München. Und was machen Sie, wenn Sie manchmal dann doch die Heimat vermissen, Deggendorf? Ja, also es gibt kein Wochenende, an dem ich nicht zu Hause bin. Die Woche war ich schon unter der Woche 2-3 Mal zu Hause, weil so viele Termine in Niederbayern waren. Und das ist kein Problem. Vielen Dank, Herr Bernreiter. Ja, also hier merkt man wirklich alleine schon, dass der Nockerberg wieder stattfindet. Das macht hier viele wahnsinnig glücklich. Damit erstmal zurück zu euch ins Kaminzimmer. Ja, schon bemerkenswert, was Christian Bernreiter gerade gesagt hat, der Superheld aus dem Bayerwald. Denn man muss natürlich sagen, auf dem Nockerberg grundsätzlich wird mit Lob sehr sparsam umgegangen, sehr subtil. Und der Christian Bernreiter hat eine fette Packung Lob bekommen. Ja, aber feine Ironie. Ja, aber er hatte die roten Augen, wurden ja vom Maxi Schaffroth so interpretiert, dass er Heimweh hat. Er weint der Heimat ein bisschen nach. Ich glaube, es war eher der Stolz, dass er bei seinem ersten Auftritt auf Nockerberg so markant und präsent schon erwähnt wurde. Immerhin. Immerhin. Und besonders prominent hat natürlich der bayerische Innenminister, von dem wir gerade schon gesprochen haben, abgeschnitten. Der kam gleich am Anfang der Rede vor. Achim der Ewige, das ist ja sein Beiname, ne? Mit Recht, denn er ist seit 2007 bayerischer Innenminister. Boah. Das heißt, es sind so merkelsche Dimensionen mit 16 Jahren und ein Ende ist auch noch nicht absehbar. Und wir haben es heute schon eingangs gesagt, wir haben im Herbst Landtagswahl in Bayern. Das heißt, diejenigen, die da zum ersten Mal wählen dürfen, die Erstwähler, die kennen gar keinen anderen bayerischen Innenminister als den Joachim Herrmann. Und der hat schon viel Futter geliefert zum Derblecken in diesem Jahr, auch im letzten Jahr besonders viel. Ja, und da war eine Schlüsselszene gleich am Anfang vor der Rede von Maxi Schaffroth und auch am Schluss wieder. Das war echt großes Kino, eine super Szene und hat für geteiltes Echo im Saal gesorgt. Großes Gelächter auf der einen Seite und sicherlich auch ein bisschen Schnappatmung an dem prominenten Tisch da vorne in der Mitte. Wir essen Fleisch, wir heizen ein, wir fliegen her und wieder heim. Wir fahren Ski am Gipfel drum, wir sind die vorletzte Generation. Heute lassen wir's raus, die Resche Sau, heute braucht man's an, das fette Schwein. Drin ist es warm, drin ist der Gaudi, die Hopperstandheizung im Audi. Wir beschneien Lengleng Ries, wir scheißen auf Paris. Wir lieben Carbon, wir sind die vorletzte Generation. Wir lieben Carbon, wir sind die vorletzte Generation. Ja, und ich sitze jetzt bei dem, der heute ganz schön was aushalten musste, glaube ich, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Sie haben ja die Rede quasi mit Ihrer Präsenz gleich eröffnet. Sie waren gleich als Erster dran und haben angeblich die Fußfessel von der Andrea Tandler eingeschaltet. Haben Sie da lachen müssen in dem Moment? Ist das Ihr Humor? Ja, ich wusste erst nicht genau, worauf das hinauslaufen soll, aber es ist natürlich beachtlich, was er mir alles zutraut. Insgesamt ist aber richtig, dass die Frau jetzt hinter Gittern sitzt. Sie wurden ja schon ein bisschen auch betitelt als Wegsperrer und präventiv in Haftnehmer. Wie sehen Sie sich selbst? Ich glaube, dass das nicht insgesamt mein Handeln bestimmt, aber dass ich für optimale Sicherheit für die Menschen in unserem Land meinen Beitrag leiste, das ist sicherlich richtig. Und ansonsten muss ich sagen, also das Allerbeste, die Rede war insgesamt stark, aber das Allerbeste waren, glaube ich, gerade die letzten 5 Minuten mit dem klaren Bewusstsein, dass wir uns bewusst sein müssen, wie stark unsere Demokratie ist, wie toll es ist, dass wir in diesem Land leben lassen, wie wir die Freiheit in unserem Land schätzen müssen. Und ich glaube, das hat er wunderbar rübergebracht. Danke, Herr Herrmann. Das haben heute ganz viele geschätzt, glaube ich. Auch die ernsten Töne in der Rede. Ich drehe mich hier mal um zu Herrn Piazzolo, unserem Kultusminister in Bayern. Herr Piazzolo, geschimpft werden wie ein Erstklässler, hat der Maxi Schaffroth gesagt. So muss ich das für Sie anfühlen. War das so? Nein, das ist nett. Hat Spaß gemacht. Insgesamt war eine tolle Rede, auch gerade mit den ernsten Tönen. Das war das Wichtigste und man hat auch gemerkt im Saal, wie das angekommen ist. Und das war wirklich Spitzenklasse.
Was ich mir ja schon gemerkt habe, und ich glaube, da haben Sie auch den Zeigefinger erhoben. Das war der Moment, als er gesagt hat, die bayerischen Schulen seien, Achtung, PVC, dunstgeschwängerte Leistungsfolterkammern. Ja, da sehe ich schon wieder, da werden Sie ein bisschen sauer, oder? Nein, nicht sauer. Ich denke, gerade er hat mal einiges zur Digitalisierung gesagt und im Vergleich zu Baden-Württemberg, da muss man einfach sagen, selbstverständlich, da sind wir wesentlich besser. Aber das gehört mit dazu. Ich denke, er hat vielleicht noch Erinnerungen an seine eigene Schulzeit. Die ist noch ein bisschen her. Aber es hat insgesamt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es waren ein paar sehr ernsthafte Worte, die auch gut hierher passen. Danke, Herr Piazzolo. Danke auch. Danke fürs Gespräch. Ja, ja. Es hat schon gegongt. Nee, aber es fällt dir noch ganz zur Schule ein? Der Herr Piazzolo hat gemeint, er habe den Maxi Schaffroth so verstanden, dass das bayerische Schulsystem besser als das baden-württembergische war. Habe ich das falsch verstanden oder hat der Herr Piazzolo das falsch verstanden? Es war doch eher so, dass Bayern in Richtung Baden-Württemberg schaut, wo eine ehemalige bayerische Politikerin genau. inzwischen fürs Schulwesen verantwortlich ist und das wohl besser macht. Mhm. Aber also, wahrscheinlich habe ich das falsch verstanden. Irgendwie ist er da jedenfalls rausgekommen aus der Nummer. Der Piazzolo ist Professor, ich nicht. Genau. Und der hat sich da ganz gut rausgewunden, genauso wie Herr Herrmann eigentlich. Ne? Also der während der Rede, fand ich, nicht so amused wirkte. Nein. Aber mein, stark behilft. Jetzt kommt es zum zweiten Mal. Wir sind hier in Warteposition und wissen nicht, wann es weitergeht. Wir wissen nur, wie es weitergeht mit dem Singspiel. Sag mal, insofern, hast du ein Lieblingszitat? Irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat? Ja, ich habe ein Lieblingszitat, das heißt, Claudia Roth ist bei der Sandra. Und das ist immer eine Schalte wert. Absolut. Liebe Frau Roth, was wir hier heute gesehen haben beim Nockerberg, ist das jetzt Hoch-, Tief- oder Subkultur? Sie als Kulturstaatsministerin müssen das doch wissen. Das war wirklich große Kultur, wenn ich das sagen darf. Das war die Kultur der Demokratie. Und ich habe im Nockerberg schon viel erlebt, aber das noch nicht. Dass es Standing Ovations gab von allen, und zwar sehr, sehr lang, als der Prediger uns zusammengebunden hat und uns klar gemacht hat, was es eigentlich für ein Reichtum ist, in einer Demokratie zu leben, dass du Meinungsfreiheit hast, dass er da blecken darf, dass ich mir die Leviten anhören muss oder alle anderen und dass er nicht zensiert wird. Und das war unglaublich stark, weil heute bei aller Diversität, die unser Bayern ja auch ausmacht, auch die politische Diversität, er hat es geschafft, uns am Schluss zusammenzubringen. Und es war ein unglaublich wichtiger, auch politisch wichtiger Moment. Und für mich ist das Kultur, Hochkultur, ja. Also, weiß ich jetzt nicht, also da muss sich Bayreuth wirklich anstrengen. Okay, also auch Frau Roth betont hier wieder die ernsten Töne in der Rede, die besonders gut angekommen sind. Ich quetsche mich nochmal hinter Ihnen durch, Frau Roth, da steht nämlich die Ricarda Lang. Entschuldigung, hallo. Wie ist es denn mittlerweile, wirkt das Startbier schon? Noch nicht so sehr, ich bin aber auch immer noch Spezi umgewechselt. Was? Wie kann das sein? Verrat. Spezi ist doch auch Paulaner, oder? Ja, okay, man kann es wahrscheinlich noch irgendwie gelten lassen. Wie läuft es bei Ihnen? Kommt der bayerische Spirit an? Ich bin echt total begeistert. Ich wusste ja nicht wirklich, was auf mich zukommt und ob es wirklich lustig ist. Und ich musste mehrmals laut lachen. Ich habe selten so eine akkurate Beschreibung von Robert Habeck gehört. Und auch bei den ernsteren Punkten, dass es jemand schafft, einen ernsthaft zum Lachen zu bringen und einem fast ein Tränen ins Auge zu treiben, das ist schon was Besonderes. Wo ist eigentlich der Herr Robert Habeck heute? Der wird ja auch gedoubelt im Singspiel. Das weiß ich nicht. Ich habe ja seinen Kalender nicht, aber ich werde ihm bestimmt alles berichten. Alles klar. Vielen Dank, Frau Lang. Dann noch einen schönen Abend. Und da war ich auch schon beim richtigen Stichwort, nämlich das Singspiel 2023. Da sind wir schon ganz gespannt drauf. Das beginnt gleich. Und wenn wir uns hier schon mal in die Kulisse ein bisschen einfühlen, da ist jede Menge Sand am Boden, da läutet schon die Glocke. Das heißt, der Paulaner-Chef Andreas Steinfatt wird jetzt gleich die Bühne betreten. Also Sand ist hier, ich sehe Felsen, ich sehe Dschungel. Das kann nur bedeuten, wir befinden uns auf einer einsamen Insel. Die bleibt aber nicht lange einsam, kann ich Ihnen sagen. Die Reisegruppe, die sich dahin verirrt, die ist aber ja nicht aus Urlaubsgründen dort, sondern eher aus unfreiwilligen Gründen. So, also seien Sie gespannt, ich gebe die Bühne jetzt frei für Andreas Steinfeld. Bitte Platz zu nehmen. Langsam kommt der Saal zur Ruhe.
aber nur langsam. Bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Es geht in die zweite Runde. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ruhe bitte. Wie war das mit dem rollenden R? Lieber Herr Weber, Ruhe bitte. Ruhe! So. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Runde haben Sie überstanden. Vielen herzlichen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, ein großes Dankeschön an unsere Politikerinnen und an unsere Politiker hier da zu sein, sich hier vorne herzusetzen und sich da blecken zu lassen. Das ist Bayern, das ist Starkbier, das ist der Nockerberg. Und das macht uns stolz. Eine große Ehre. Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und jetzt gehen wir in die zweite Runde. Das Singspiel Gestrandet. Gestrandet auf einer einsamen Insel. Lehnen Sie sich zurück. Genießen Sie die Dialoge, genießen Sie die Lieder und lassen Sie sich's einfach gut gehen. Viel Vergnügen. Herzlichen Dank. Sturm erprobt und wasserdicht. Andere wären weg. Ich bin es nicht. Nach all den vielen Qualen, nach all den verkackten Wahlen, nennt mich bald jeder. Echt jetzt einmal jeder unsichtbarer Söder, unsichtbarer Söder. Kugelsicher und standhaft. Andere schaffen's nicht. Ich aber hab's geschafft. Andere würden schwächeln. Ich kann sogar lächeln. Deswegen ruft jeder, echt jetzt einmal jeder unsichtbarer Söder. Unsichtbarer Söder. Unsichtbarer Söder.
Söderla. Ist allerdings ein Wermutstropfen dabei, wenn man so der solo Survivor ist, dann sieht es keiner. Keiner auf dem Atoll sagt, ah, toll, Markus. Na, liebe Götter, da will ich jetzt nicht pingelig sein. Danke, alles richtig gemacht. Ich hab's doch auch geschafft. Ach, der Dingste, der Michael. Martin. Weiß ich doch, der Meier Martin. Nein, Hubert, dein Generalsekretär. Ah, Meier, Müller, Huber. Die ganze CSU ist voll von so käsigen Wasserträgern, die sich in meinem Schatten verstecken. Gilt natürlich nicht für dich, Huber. Du, Markus, vorhin im Meer, nach unserer Notlandung, wie wir da auf dem Flugzeug standen sind, rings um uns herum die Haie. Hast du mich da geschubst? Ja, natürlich. Was hätte ich denn tun sollen? Mich nicht schubsen. Huber, jetzt denke mal kurz mit. Wollen wir wirklich, dass der Ministerpräsident so kurz vor der Wahl in Gefahr gerät? Nein, auf gar keinen Fall. Na bitte. Toll, Markus. Jetzt hast du sogar die Haie ausgetrickst. Super. Markus, aber beim nächsten Mal, da springe ich einfach selbst. Musst einfach nur Hopp sagen. Hopp? Hopp. Hopp, ich doch recht gehört. Der Markus ist also auch gerettet. Ah, Hubert. Grüß Gott, Herr Aiwanger. Auch hier. Ja, nicht daheim. Das war eine Schnapsidee, in diesen Regierungsflieger dort zu steigen. Ja, hättest du ja nicht mitfliegen brauchen. Ich bin Realist und denke die Sachen zu Ende. Hättest du mehr Windräder gebaut, dann bräuchte man in Schurkenstaaten nicht um Gas betteln. Aber wenn, dann muss ich doch aufs Foto. Als Wirtschaftsminister. Ha, das sind Sie eh nicht mehr lange. Im Herbst holt der Dr. Markus Söder mit der CSU die absolute Mehrheit. Und dann heißt für die Freien Wähler nicht mehr Dienstwagen, sondern Mitfahrbanker. Check ein, Markus. Wer ist denn er? Das ist mein CSU-Generalsekretär, Müller heißt er. Ja, da kommt der Schlauchbug mit drei Insassen. Ha, die wird der Markus Söder gleich höchstpersönlich retten. Und ich mache ein Foto. Ey, halt, und wenn es Flüchtlinge sind? Dann schiebt die der Dr. Markus Söder höchstpersönlich zurück aufs Meer. Und ich mache ein Foto. Nee, nee, beim Abschieben, da ist der Joachim Herrmann irgendwie fotogener. Ja. Ja, wenn keiner ein Foto macht. Ich weiß, wo es lang geht. Ich spüre, wo es lang geht. Ich will einfach nur sagen, wo es lang geht. Ohne was zu wissen? Ohne was zu spüren? Ja, so bin ich. Lieber Christian Lindner, lieber Robert Habeck, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Und? Zunächst mal, ich möchte hier den freundlichen Vorwurf Stück für Stück auf den Weg bringen. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein sollten. Schönen Dank. Mensch, Olaf, ich glaube, du stehst mal wieder quer im Stall. Also, ich sehe ein Meer und ich sehe einen Strand, aber ich sehe auch einen Möglichkeitsraum mit Entscheidungskorridor, den wir gemeinsam ausschreiten sollten. Robert, jetzt lass das mal die Profis machen. Aha. Ich sehe einen enormen Investitionsstau. Es fehlt an unternehmerischer Chuzpe. Auch hier wurde mal wieder das Potenzial nicht ausgeschöpft. So, jetzt ist aber genug.
Stundenlang sind wir gewissermaßen im Kreis gepaddelt, weil ihr euch nicht auf meine Richtung einigen konntet. Ich habe von Anfang an gesagt, wir hätten das Ganze dem freien Spiel der Märkte überlassen sollen. Ja, auf dem Meer macht das der Wind oder die Strömung, wenn man nicht navigiert. Lieber nicht navigieren als schlecht navigieren. Meine Ahnen waren Wikinger innen. Muss ich die Bazooka auspacken? Ja, wen haben wir denn da? Die feinen Herrschaften aus der Hauptstadt streiten mal wieder. Ja, ist wieder typisch. Selbst in der größten Krise ist die Ampel nur mit sich selbst beschäftigt. Ha, der hat gesessen, Markus. Was Sie hier Streit nennen, nennen wir eine vitale Diskussion. Nun, wir haben die aktuelle Krise zügig erörtert und werden Sie nun gleichsam mit dem Tempo und Tatkraft in die Gremien verlagern. Ja, also macht euch mal locker, ihr Seppel, bei uns gruft's. Leitfahnen leuchten immer heller. Rot und grün und neoliberal. Der Fortschritt kommt jetzt immer schneller. Die Richtung ist da fast egal. Keiner soll irgendwie verzichten. Auch Leistungsträger zahlen nicht mehr. Wir werden bald schon alles richten. Irgendwo kommt das Geld schon her. Das ist die Fortschrittskoalition. Das Beste aus drei Welten. Das ist die Fortschrittskoalition. Nicht praktisch, aber selten. Ja, rot und grün und neoliberal. Rot und grün und rot und neoliberal. Rot, grün, rot und grün, rot, grün. Ja, und neoliberal. Die Hompel-Ompel. Nun, bei aller Funkiness sollten wir nicht vergessen, wir sind gegenwärtig auf einer Insel gestrandet und angesichts dessen möchte ich nun nachhaltig werben für einen Zusammenhalt. Ja, da schlage ich fürs Gemeinschaftsgefühl ein Ritual vor aus dem nautischen Narrativ. Aber nur, wenn die Bayern mitmachen. Kommen Sie, Herr Söder. Angesichts dieser Notlage sollten wir alle mal vergessen, wer gegenwärtig Kanzler ist und wohlgemerkt noch 2,5 Jahre sein wird und wer es wohl niemals werden wird. Na gut, dann machen wir es halt wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Ahoi, ihr Brüder, seid bereit, denn gerade in der Krisenzeit geht's nicht allein oder zu zweit, es geht nur miteinander, es geht nur miteinander. So machen wir's. Ja, genau so machen wir's auf gar keinen Fall. Denn wir Bayern waren ja Erste auf der Insel und wir haben als Erstes einen Plan gemacht. Stimmt's? Aha. Selbstverständlich. Und das muss man jetzt hier schon auch mal erwähnen, wir in Bayern sind die Nummer eins im ganz weit vorn sein. Mit Dr. Markus Söder bauen wir bis 2025 10.000 Wohnungen, 30 Millionen Bäume und 100 Windräder. Bis 2040 sind wir klimaneutral und bis 2023, und das ist jetzt, gibt's eine Pflegeplatzgarantie. Check ein, Markus. Herr Söder, wer ist das? Das ist mein Generalsekretär, der Dings, der Gruber. Der übt noch, oder? Wie bitte? Der übt noch, oder? Nee, der Dr. Gruber ist unser bester Mann. Wer?
Wir von der Bayern-Koalition haben nur die besten Kräfte dabei. Hier der Hubert Aiwanger, der ist Landwirt und Jäger und er wird uns mit Nahrung versorgen. Warum, was machst du? Wieder bloß gescheit daherreden? Nee, ich kümmere mich um die Kommunikation. Da werden wir schon sehen, wer hier überlebt. Bayern Power oder Ampelchaos? Spoiler-Alarm! Herr Söder, Sie suchen den Wettstreit mit der Ampel. Das zeigt mir, dass Sie gar nicht Ministerpräsident sein wollen, sondern Kanzler. Wäre es so kurz vor der Wahl nicht anständig, das auch den Bürgern und Bürgern in Bayern zu sagen? Mein Platz ist in Bayern und deswegen gehen wir den bayerischen Weg. Und wenn es bis Berlin ist. Jawohl. Bayern liegt nämlich nicht im Ampelnorden, wo man gar nichts mehr darf, sondern im freien Süden. 5, 6. Bei uns darf jeder trinken, was er will. Bei uns darf jeder. Bei uns darf jeder essen, was er will. Solange er es hat verkraftet. Bei uns darf jeder schnupfen, was er will. Bei uns darf jeder. Bei uns darf jeder rauchen, was er will. So wird er vielleicht verhaftet. Wir sind ja so zufrieden. Bei uns im freien Süden. Die Bayern sind Verbote, ja ganz keinerlei. Die grünen, roten Hornen im kalten Bogen Norden. Die sind ja alle. Bei uns darf jeder wohnen, wo er will. Vielleicht muss er dafür darben. Bei uns darf jeder, jeder. Bei uns darf jeder singen, was er will. Auch gern sexistische Liedchen. Bei uns darf jeder kleben, wo er will. Nur muss er vielleicht ins Kindchen. Wir sind ja so zufrieden. Bei uns im freien Süden. Political Correctness haben wir abgeschafft. Leben und leben lassen, fluchen, saufen, blassen. Wer stört, kommt in die präventive Bayernhaft. Zu diesem Wettstreit erlaube ich mir folgende Bemerkung. Kicher, kicher. Unter meiner Führung schlagen wir uns nun durch jegliches Unterholz. Lasst mich euer Rocky sein. Olaf, ich glaube, du meinst Rambo. Nein, Rocky. Rambo ist ein französischer Dichter und der hätte im Dschungel keine Chance. Feuchtwehrmänner, in die Wildnis. Gehst du nicht mit? Erst wenn der Richtlinienkompetent sagt. Ich mach jetzt mal ein Feuer. Ah, Feuer, ja. Hab ich auch schon dran gedacht. Warum? Wärme, Essen kochen, von Flugzeugen besser gesehen werden. Und du, Christian? Ich mache, was ich am besten kann. Widersprechen, gegensteuern, deinen Plan verwässern. Aber der ist ja leider sinnvoll. Sorry. Macht nichts, da mache ich auch mal was Sinnvolles. Du könntest vielleicht was zu essen suchen. Essen muss ich doch nicht suchen. Essen finde ich auf einer Speisekarte. Robby, ich bin doch ein alter Inselhase. Sylt kenne ich wie meine Westentasche. Ja? Und ich weiß, wie man von Inseln wieder runterkommt. Ah ja, mit deinem Porsche, oder?
Nein. Wie sonst? Sag ich nicht. Mit einem Boot? Erraten, ich besorge uns ein Boot. Ahoi. Alaf. Das schaut aber nicht wie der Ostbahnhof aus. Jetzt habe ich mich mit meinem Tunnel vergraben. So wird die zweite Stammstrecke nie fertig. Grutze 5, mir hilft aber auch keiner. Nicht bei der U9, nicht bei der Stammstrecke, nicht beim Konzertsaal. Bund, Land, Pfeifendeckel. Ganz zu schweigen vom Söder, dem Erfinder der Denkpause. Naja, immerhin will er jetzt das Gesetz ändern, dass ich eine dritte Amtszeit kriege. Sogar dem wird aufgefallen sein, dass ohne mich in München nichts weitergeht. Im Rathaus Kindergarten streiten Rot und Grün, wer der Bestimmer ist. Und wenn alle streiten, wer muss noch bestimmen? Ich. Wir haben ganz allein entscheiden müssen, ob die Wiesn stattfindet. Ich. Und das werde ich ab jetzt immer machen. Und gerade extra, bis ich umfalle. Le Stadt, c'est moi. Ja, ich muss weiterkommen. Ah, jetzt. Hier oben, ich bin im Internet. Erledigt. Super. Hast du Hilfe geholt? Besser, ich habe was auf Insta gepostet. Hashtag reif für die Insel. Sehr lustig, aber jetzt holst du schon noch Hilfe, oder? Ah ja, klaro. Hoppala, jetzt ist mein Akku leer. Gib mir mal dein Handy. Das habe ich leider im Meer verloren. Handy, Doktortitel, du verlierst ja gerne mal was. Ja, aber ich habe eine Ersatzlösung. Wir sind so gut wie gerettet. Eine Schnur und zwei Joghurtbecher. Ja, Traube Pistazie, deine Lieblingssorte. Aber jetzt pass auf. Schau. Hoch rein. Hallo Markus, kannst du mich hören? Ja. Es funktioniert. Wir haben ein Telefon. Jetzt brauchen wir bloß noch eine ganz lange Schnur. Dann nehmen wir den einen Becher, schmeißen ihn ins Meer und warten, wer dran geht. Mensch, Meier. Die CSU ist eine Hightech-Partei. Was sollte der Generalsekretär also wissen? Heutzutage telefoniert man schnurlos. Genial. Markus, Dingsbums, ihr müsst mir helfen. Mir ist was in meine Falle gegangen. Ha, wir haben schon ein Abendessen. Bayern 1, Ampel 0. Das hat der Dr. Markus Söder erfunden. Ah, der Meister Söder. Und sein CSU-Muckel. Ja, wie ist denn so, unter ihm zu arbeiten? Und der Markus, das darf aber diese Insel nicht verlassen. Wir schweigen. Wie Olaf im Untersuchungsausschuss. Der Dr. Markus Söder, also jetzt ganz unter uns, der ist wirklich top. Stockholm-Syndrom.
ganze CSU. Robert, lass doch den Quatsch, wir brauchen kein Feuer mehr. Hast du ein Boot? Ach, viel besser. Ich habe alle Muscheln aufgesammelt. Wozu? Oh, das erkläre ich dir jetzt mal von Finanz- zu Wirtschaftsminister. Das ist ab sofort die einzig gültige Währung auf dieser Insel. Und damit können wir uns kaufen, was wir wollen. Zum Beispiel ein Boot. Zum Beispiel von wem? Wir von der FDP überlassen das gern dem freien Spiel der Märkte. Christian, du hast eine echte Inselbegabung. Ja. Und ihr Grünen seid dann die Ersten, die mit meiner Yacht eine Runde drehen wollen. Ja. Ich mach mal mein Feuer. Robert Habeck macht also ein Feuer. Ja. Hat er denn einen CO2-Filter dabei für sein Lagerfeuer? Und was ist das überhaupt für ein Holz? Womöglich Tropenholz. Und lebt da nicht vielleicht noch was? Stimmt, da ist so eine komische Raupe. Ja, die könnte sich entpuppen zu einem kleinen Schmetterling. Aber das juckt ihn ja nicht, den grünen Feuerteufel. Ja, ich bin eben fähig, in Notsituationen ideologische Abstriche zu machen. Ah. Gott, was habe ich letztes Jahr für Kröten geschluckt? Ich erst. Du wählst doch gar nichts aus. Wohl. Auf Sylt hatten wir manchmal nichts anderes zu essen als Austern. Ja, dann trau dich doch, dann friss die Raupe. Trau dich doch selbst. Trau doppelt du dich doch. Das ist hier überhaupt nicht mein Niveau. Da sag ich doch einfach mal, Alter. Dann sag ich mal, Digger. Das ist auch gar nicht mein Niveau. Yo. Alter, Digger. Alter, Digga, deine Schlaffheit ist mein Trigger. Yo. Digga, Alter, hast du keinen Coolness-Schalter? Hab ich wohl? Alter! Digga! Deine Oma! Deine Schwiegermutter! Schullehrerin, wie durchgemacht, hab mich verbogen, dass es kracht. Egal, was ich seit Monaten so tu, ich halte viel mehr aus als wie du. Schlucken, Kreide fressen, Schuldenbremse ganz vergessen. Ich höre Claudia Roth sogar schon zu. Ich halte viel mehr aus als wie du. Kernkraftwerke laufen lassen, Klimawandel Stopp verpassen. Ich halte viel mehr aus als wie du. Neues Wort für Schulden suchen, als Vermögensschreck verbuchen. Ich halte viel mehr aus als wie du. Humane Schimmer tiefer sinken, mit Kubik den Kaffee trinken. Sich mit Schadstoffen befassen, Annalena ausreden lassen. Haufenweise Prinzipien streichen, niederknien vor fiesen Scheißen. Ich halte viel mehr. Ich halte viel mehr, tausendmal mehr, zehntausendmal mehr, hunderttausendmal mehr, eine Million mal mehr, eine Million und siebenmal mehr, Gottes Zahl mehr. Ich halte viel mehr aus als wie du. Aha, die Ampel hat immer noch nichts zustande gebracht. Doch,
Ich habe ein cooles Lagerfeuer gebaut. Aber mir fehlt noch ein Streichholz oder eine Brillenlinse, um das Holz anzukokeln. Das Feuer, das ihr braucht, das kann ich euch nicht geben. Also steht jetzt schon Team Bayern 2. Ampel 0. Danke. Bitte. Wir Bayern haben als Erste was zu essen beschafft. Ein wildes Tier. Ja, was heißt denn da wir? Das habe ich ganz alleine gefangen. Ja, das wollt ihr jetzt roh essen, oder was? Von unserem Lagerfeuer kriegt ihr ganz bestimmt nichts ab. Ja, das brauchen wir auch gar nicht. Das könnt ihr Insektenfresser euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber da mache ich ein ganz feines niederbayerisches Carpaccio draus. Ja, wir haben nämlich einen Sauhunger. Geht's eigentlich noch? Ja! Spinnt ihr denn alle miteinander? Ja. Ich finde das voll unmega. Ja, Frau Schulze, waren Sie auch mit dem Flieger? Klar, wir haben Wahlkampf. Ich muss noch schauen, was ihr treibt. Spätestens 2028 bin ich Ministerpräsidentin und muss mich mit euren Altlasten rumschlagen. Kurze Zwischenfrage. Ha? Sind Sie Vegetarierin? Natürlich. Es stört Sie aber nicht, wenn andere Fleisch essen, oder? Wir Grüne verbieten niemandem irgendwas. Moment! Ist das euer Wahlkampf? Ihr wollt die Opposition in Bayern einfach aufessen? Ja, als Jäger darf man nichts verkommen lassen. Das ist Ehrensache. Ich hab mich doch nicht aus dem Meer gerettet, um von euch Typen gefressen zu werden. Ja, uns wäre es ja auch lieber, wenn Sie ein namenloses Rehlein wären. Weil, Fräulein Katter, ich als Bauernbub weiß, es fällt schwer, was zu essen. Es fällt schwer, was zu essen, wo man den Namen kennt. Frauen werden heutzutage nicht mehr gefressen. Get over it. Das ist wieder typisch grüne Verbotspolitik. In so einer Notlage, da muss man doch nicht auf sein Veggie-Day bestehen. Und da wundern Sie sich, dass in Ihren Parteien kaum Frauen sind. Katha, komm doch mal rüber hier in den Safe Space der Ampel. Ja. Wir haben auch bald ein gemütliches Lagerfeuer. Na ja, gehen Sie ruhig rüber, bevor Sie sich hier noch festkleben. Ja, oder mir den Winnetou verbieten. Danke. Der bayerischen Regierung graust es einfach von nichts. Jetzt stellen Sie Ihr Licht nicht so unter den Scheffel. Sie wirken doch eigentlich ganz lecker. Lecker? Ich meine das nicht sexistisch. Höchstens kulinarisch. Kulinarisch? Sie haben doch ganz bestimmt einen Garpunkt. Entschuldige den Kollegen Christian. Ich bin ganz unterzuckert. Ja, wie wir alle. Trotzdem will ich natürlich niemals den Verzehr deiner Person fordern. Andererseits haben wir Grünen ja aus gutem Grund die Quote. Das heißt, die Frauen kommen immer zuerst dran. Liebe Freundinnen und Freunde, der Kanzler befindet sich im Blutrausch. Moment! Ihr wollt mich jetzt also auch fressen, oder was? Nur wenn es für dich okay ist. Söder, Lindner, Scholz, auch du, Robert, alle immer noch Showbiz? Seit Angela die Emanzipation schon längst geschafft. Mehr zu wollen wäre ein Fehler, kindisch und auch ziemlich zinkenhaft. Wenn sich Mädchen und Frauen ein bisschen mehr trauen, passt das Männern nicht ins Programm. Ja, und wenn das geschieht, halten Leute mit Glied untereinander wieder sehr gut zusammen. Sind viel ärmer im Alter und noch schlechter bezahlter. Und wie soll euch deswegen wohl am Ende noch pflegen? Nein, 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 nein! Egal ob alter Knacker oder superhafter Macker, ihr macht Pimmelpolitik. Das Trauen der Frauen kann man leicht versauen mit Pimmelpolitik. Politik, Politik. Politik, Pimmelpolitik, Pimmelpolitik! Ah! Pimmelpolitik!
damit Opas noch lange amtieren. Doch es bleiben Statuten, damit Leute die bluten und auf 40 nicht Bayern regieren. Frauen sollen sich lieber bescheiden, alles Nerven vermeiden, stattdessen mehr schuften und dabei noch gut duften. Ja, 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 ja. Jetzt Not hab in Männern, in gemeinsamen Nenner, nämlich Pimmelpolitik. Und jetzt Gruß und Kuss und ab sofort ist Schluss mit der Pimmelpolitik. Zunächst mal schönen Dank, liebe Frau Schulze, für so viel Engagement. Ich habe zwar gerade nicht zugehört, begrüße aber ausdrücklich Ihre Anwesenheit, denn sollten wir noch viele Jahre hierzulande auf dieser Insel zubringen, wäre es ratsam, auch zur Sicherung der Rente eine eigene Population zu gründen. Diese Grünen, immer nur destruktiv. Da verspürt man schon gar keine Lust, mit denen zu koalieren. Ja, da koalierst du schon lieber mit mir, gell? Ja, und zur Belohnung mache ich uns drei, hole ich uns jetzt was zum Essen. Ich gehe mal schnell fischen. Am rechten Rand. Ha, prima. Dann bauen wir unsere Führung noch aus. Habt ihr es mitbekommen? Bei uns gibt's heute noch Fisch. Müller, das hast du gut von mir gelernt. Jede Ankündigung bereits als Triumph feiern. Ob's nachher was wird, ist dann schon wurscht. Also, Bayern, drei, Ampel. Null. Danke. Bitte. Oh, liebe Belegschaft, im Rahmen meiner Exkursion ins anliegende Gehölz hatte ich eine sehr, sehr bemerkenswerte Begegnung mit einer durchaus schmackhaften Bestie. Und dies hier ist von ihr übrig geblieben. Tja, wenn's mal mit mir durchgeht. Ich sag mal, hui, hui, hui. Olaf, das war ein Designerhund. Ein Labradudel. Ah, Labradudel, kenn ich. Hab ich auch schon mal einen überfahren. Derart gestärkt werde ich nun dafür Sorge tragen, uns aus der Krise herauszuführen. Und zwar mit der gebotenen Hurtigkeit. Oh. Ah. Vorab aber noch ein kleines Liedchen. Oh nein, Olaf, bitte nicht. Doch, 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 doch. Oh Gott, dieser Rhythmus ist leider zu geil für mich. Oh. Ich verspüre den Drang, meinen Popo zu shaken. Ja, ja, das ist er, der Doppelwumms. Wer kämpft sich durch das Unterholz? Olaf Scholz, Olaf Scholz. Wer ist die Perle des Atolls? Olaf Scholz, Olaf Scholz. Wer ist der King des Rock'n'Rolls? Olaf Scholz, Olaf Scholz. Des Vaterlandes größter Stolz? Olaf Scholz, Olaf Scholz. Olaf Scholz, Olaf Scholz. Der Grund, dass jedes Herz gleich stolz. Olaf Scholz, Olaf Scholz. Wer ist der Albtraum jedes Trolls? Olaf Scholz, Olaf Scholz. Doch Traum von Gräfinnen und Trolls. Olaf Scholz, Olaf Scholz. Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Ja, das ist ein Rhythmus, der mich sehr, sehr bewegt. Wenn ich das hier mal so flapsig sagen darf. Meine Herren, Freestyle! Wer ist jetzt Chef und keiner wollt's? Olaf Scholz, Olaf Scholz! Jetzt ist er Kanzler, ach was soll's! Olaf Scholz, Olaf Scholz! Olaf, wir haben Führung bestellt. 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 Stop! In the name. Gleichwohl, feucht mir Männer, aber zack, zack. Ihr kennt ja die Schnelligkeit meiner sorgfältigen Entscheidungsprozesse, ne? Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Richtlinienkompetenz? Oh, nö, wie uncool. Da hab ich überhaupt gar keine Lust zu. Oh, ey, Richtlinienkompetenz. Menno. Ja, sagen wir euch schon wieder verkrumm. Mei. Das Meer. Eigentlich ein schöner Anblick. Verglichen mit dem, was ich sonst immer anschauen muss. Die ganzen Freibierlätschen. Die watschen Gesichter von der CSU. Und die Habenschaden, die sich wirklich mit auf jedes Foto batzt. Und meine lieben Genossinnen und Genossen, die Bagage. Mei, die vermissen mich sicher schon wieder alle. Keine Angst, liebes München, der Papa kommt gleich heim zum Bestimmen. In 2 bis 3 Schlägen schaufeln bin ich bei euch. Du, Markus, wir wollen unseren Riesenfisch doch gleich braten. Sollten wir da nicht mal Holz für ein Feuer suchen? Mein lieber Müller, Holz wächst ja nicht auf Bäumen. Holz liegt da drüben. Aber das hat doch der Habeck gesammelt. Das stimmt. Aber extra für unseren Freund Robert, da machen wir jetzt eine Holzumlage. Da freut er sich wie ein Sellerieschnitzel. Christlich-Sozial, Dr. Markus Söder. Aber ich muss dir jetzt auch einmal sagen, wie sehr ich deine Qualitäten schätze.
Dann bin ich also nicht bloß eine Notlösung? Ach, wo denkst du hin, Matthias? Gerade in so einer Krise, da kannst du endlich dein größtes Talent ausspielen. Deine Brille. Du wirst jetzt mit der Brillenlinse das Feuer entfachen. So tolle Ideen hast einfach nur du, Markus. Naja, ich bin's halt gewöhnt, für die gesamte CSU mitzudenken. Ne? Bin ich halt gewöhnt, für die gesamte CSU mitzudenken. Bei jedem Minister muss ich die Hausaufgaben kontrollieren. Ja, und die Fototermine übernehmen. Eine schwere Bürde ist es. Immer nur ich. Das kann ja auf Dauer für die CSU nicht gesund sein, oder? Was wollt ihr denn machen, wenn ich einmal nicht mehr bin? Karriere? Ist ja Quatsch, ne? Hast du gemerkt, ne? Stimmt, weinen wird man alle. Naja, aber ich muss mich auch einmal um mich selbst kümmern dürfen. Ich muss nicht Ministerpräsident sein. Und vielleicht ist mein Gestrandetsein auch eine Chance, meine wahre Bestimmung zu finden. Ja, genau. Ich begebe mich auf eine Seelenreise. Und dann entdecke ich in mir was Neues, was total Überraschendes. Rings um mich ist alles eitel. All das lasse ich bald zurück, denn dort unter meinem Scheitel brennt die Sehnsucht nach dem Glück. In mir schlummern noch Talente, die noch keiner von mir kennt. Glaub bloß nicht, dass ich nichts könnte als Ministerpräsident. Darum geh ich erst mal in mich und komm später wieder raus. Und dann erzähle ich euch innig. So sieht der wahre Markus aus. Ja, und dann? Ja, und dann? Ja, und dann? Ja, und dann? Jetzt sind wir aber gespannt, Markus. Fängt die zweite Strophe an. Ach so, jetzt kommt erst die zweite Strophe. Werde ich Broker oder jodeln oder irgendwas mit Kunst? Ach, von meinem inneren Brodeln habt ihr alle keinen Dunst. Erstmal finde ich meine Seele, die muss irgendwo doch sein. Dann sing ich aus voller Kehle. Komm, Bestimmung, ich bin dein. Obacht, jetzt kommt's. Ja, und dann? Lass raus, Markus. Ja, und dann? Ja, und dann? Jetzt wäre Refrain gut. Das geht euch alle gar nichts an. Bleibst halt doch für immer unser Ministerpräsident. Mensch, Markus, jetzt finde ich doppelt traurig, dass wir zwei Sensible nicht in einer Bundesregierung gelandet sind. Wir haben alle in letzter Zeit viel durchgemacht. Kuschelkreis. Dr. Markus Söder, ich hab dich feier am allerliebsten, gell? Mhm. Na, Jungs? Die Frau arbeitet und die Männer pflegen ihre emotionalen Defizite. Ja, macht ruhig weiter. Ich befreie diese Insel inzwischen vom Plastikmüll. Wahnsinn, was hier alles angeschwemmt wird. Sind Sie wahnsinnig, Frau Schulze?
Traube, Pistazie, unsere einzige Verbindung zur Außenwelt. Herr Huber? Für Sie immer noch Meier. Ist das eigentlich Konzept bei der CSU, dass der Generalsekretär immer mit dem größten Dodel besetzt wird? Nein, nein, das geht streng nach Regionalproporz. Ah ja, zugegeben, das ist jetzt blöd gelaufen. Ja, Hubert, du bist ja verletzt. Ja, nein, nein, das ist ja bloß ein Arm. Das wird schon wieder. Ja, der Thunfisch hat sich jetzt leider aus Reihe herausgestellt. Ach, schon wieder ein Punkt für Team Bayern. Wir haben einen Hai gefangen. Ja, noch nicht ganz. Er ist mit meinem Arm in der Tiefe verschwunden. Aber man sieht sich im Leben immer zweimal. Herr Aiwanger, schade, dass Sie nicht in der CSU sind. Sie wären ein prima Generalsekretär. Der Busch da wackelt. Da kommt was! Sigurd? Sigurd? Sigurd, mein Fuß! Sigurd! Schönen guten Tag! Na, das seid's ja endlich! Seit November warte ich auf euch! Geht es endlich los mit dem Umsturz? Ich glaube, Sie erkennen mich nicht. Vor Ihnen steht nicht Rocky, sondern... Nein, diese Ähnlichkeit. Kamerad, du schaust aus wie der Olaf Scholz. Tolle Maske, genial. So verschaffen wir uns Zutritt zum Reichstag. Und dann rufen wir unseren Prinz Reuß zum Regenten aus. Und du, Kamerad, bist sicher unser Reichskriegsminister. Schaust kampferfahren aus. Gegen Appen Arm hätte ich unten im Bunker noch Globuli. Da lagen auch Gewehre, Panzerfäuste und Granaten. Und die holt ihr jetzt einmal alle. Hoppi, hoppi, meine Herren. Und das Fräulein macht uns einen schönen Kaffee. Wir werden sie jagen. Sorry, wenn ich jetzt mal kurz unterbreche. Oh, lala, wen haben wir denn da? Du schaust ja noch viel besser aus wie der echte Habeck. Ich würde gerne erklären... Nein. Der frisch ernannte Reichs-Yoga-Lehrer übt jetzt mit mir das gleitende Dreieck. Ich bin der echte Vizekanzler. Noch nicht, Kamerad. Noch nicht. Moment! Losung. Was? Blut, Ehre und? Ökologie. Blut, Ehre und? Sorgfalt. Steuerlich absetzbare Haartransplantation. Ihr seid ja die echten Politiker. Und innen. Ja. Oh, Genderwahnsinnige, Geimpfte, Linksextreme, finanziert vom internationalen Großkapital. Aber diese Insel gehört nicht zu eurer Deutschland GmbH. Hier endet die Macht der Diktatorin Angela Merkel. Die ist inzwischen im Ruhestand, jetzt regiert die Ampel. Ich glaub doch nicht an Ampeln. Ich habe mich im Straßenverkehr immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich glaube auch nicht an Viren oder Multikulti oder an Klimawandel. Aber wenn wegen des Klimawandels der Meeresspiegel steigt, erwischt es Ihre Insel als erstes. Schatzi, und genau deshalb glaube ich nicht dran. Moment. Werde ich hier gefilmt? Von diesen linksgrünen Systemmedien? Wie beim Orwell im Dschungelcamp. Geht's zu, wer soll denn das filmen? Oder sehen Sie irgendwo eine Kamera? Da! Da unten! Das ist das Meer. Und da? Ein Joghurtbecher.
Traube, Pistazie, ich werde abgehört. Ihr kriegt's mich nicht, ihr Schweine. Na ja, jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Es gibt für das alles eine Erklärung. Wir sind nur ein loser Haufen aus Landes- und Bundespolitikern und waren mit Annalenas Solarflugzeug unterwegs, um Gas zu kaufen. Ja, und dann war der Diesel alle. Ja. Na gut, das klingt plausibel. Na bitte. Und jetzt erklären Sie uns doch bitte noch, wie kommen wir wieder runter von der Insel? Es gibt ein Postschiff. Aha. Aber das habe ich abbestellt. Aha. Ich glaube nicht an die Post. Erst wenn der Umsturz losgeht, werden mein Sigurd und ich abgeholt. Wo ist er denn überhaupt? Sigurd! Sigurd! Ist das ein Labradudel? Woher wissen Sie das? Oh, ich habe schlagartig eine Erinnerungslücke. Was haben Sie mit meinem Hund gemacht? Alles cool. Der wurde vor kurzem noch da drüben gesehen, quietschlebendig. Sigurd! Sigurd! Oder wollen Sie etwa behaupten, dass wir Hundeblut trinken, um uns zu verjüngen? Moment, Hunde! Erzähl's mir doch keine Schauermärchen. Wir wissen doch, dass ihr für sowas Kinder nehmt. Sigurd! Sigurd! Diese Dame hat ein moralisches Handicap. Ich denke, wir Grünen sollten das Waffenlager übernehmen. Wir sind nämlich Pazifistinnen. Und Isten. Mist, die Bunkertür ist zu. Wir kommen nie mehr von der Insel runter. Ja, das ist hart. Ich habe auf Sylt auch schon mal die Fähre verpasst. Ja, dann besorge ich uns jetzt einmal was zum Essen. Der Hai ist jetzt fällig. Na, habt ihr gemerkt, wenn ich gerade zum Fischen geschickt habe? Unseren Haiwanger. Also steht's jetzt. Team Bayern 4, Ampel 0. Danke. Bitte. Ich habe sowieso keinen Hunger mehr. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn wir von dieser Insel wieder runter wollen, benötigen wir ein Boot. Ich würde dafür ein Sondervermögen locker machen. Naja, das ist eindeutig Sache des Bundes. Der kriegt von Bayern sowieso genug Geld. Also, ich sag jetzt mal ein Machtwort. Wir bauen ein Boot und alle packen miteinander an. Auch Sie, Herr Söder. Moment einmal. Moment einmal, bevor wir uns jetzt mit irgendwelchen Lösungen verzetteln, da sollte man doch erst einmal klären, wer ist denn eigentlich schuld an dem ganzen Schlamassel? Genau, wer hat uns das überhaupt alles eingebrockt? Ja, wer könnte das gewesen sein? Da, eine Fata Morgana! Gibt's sowas überhaupt auf dem Meer? Na Logo, aber eigentlich nicht mit Ton. Ich hab sie als erstes gesehen. Hallo, Angela. Huhu, Frau Merkel. Ah, oh, gibt's euch auch noch? Guck mal an, hier seid ihr also gelandet. Witzig. Zu Hause hat man euch schon abgeschrieben. Ja, die anderen vielleicht, aber Team Bayern wird doch vermisst, oder? Naja, geht so. Am Sudelfeld haben sie jetzt eine Schneekanone nach Hubert Aiwanger benannt. Ilse Aigner ist jetzt Ministerpräsidentin und den CSU-Vorsitz hat ein Manfred Weber. Dr. Manfred Weber, top. Ja, bin ich schon ganz vergessen. Ach, Ivo, Markus, im Zukunftsmuseum in Nürnberg, da gibt's jetzt jeden zweiten Dienstag 3 Söderwürstchen im Weckler. Aber es herrscht doch Fachkräftemangel. Bei all den Krisen werden wir doch sicher irgendwo gebraucht. Nö, die kommen schon zurecht. Kanzler ist jetzt Karl Lauterbach und alle tragen wieder Maske. Frau Merkel, ich muss auf alle Fälle hier weg. Holen Sie Hilfe! Nee, ich misch mich nicht mehr ein.
Ihr schafft das schon. Liebe Freundinnen und Freunde, Deutschland macht einfach ohne uns weiter. Und Bayern auch. Keiner braucht uns mehr. Keiner will uns mehr. Und mich am allerwenigsten. Bayern 5, Ampel. Dr. Manfred Weber. Da kommt das Flugzeug. Ach, das ist für mich. Moment einmal. Ein Flugzeug. Ja. Das ist meins. Hallo, nein, hier sind wir. Hallo. Ich hab grün. Das ist meins. Das hab ich bestellt. Ich war mal Doktor. Lassen Sie mich durch. Gemeinschaftliche Leistung der ganzen Gruppe. Lassen Sie mich an dieser Stelle jenseits von Zerbrechlichkeiten und Olaf, Diskussionen... Das ist jetzt ein ganz emotionaler Moment. Halt jetzt bitte einfach die Klappe. Naja, wir in Bayern waren ja schon immer Teamzusammenhalt. Ahoi, ihr Brüder, seid bereit, denn gerade in der Krisenzeit geht's nicht allein oder zu zweit, es geht nur miteinander, es geht nur miteinander. Hallöchen, Holm und Rippenbruch zusammen. Schönen Tag, Herr Merz. Friedrich, alte Heuschrecke. Habt ihr zufällig meinen weißen Wal gesehen? Wen? Frau Merkel, die kreuzt hier in der Gegend herum und ich würde gerne noch etwas mit ihr klären. Grundsätzlich, abschließend, aber schon auch mit der gebotenen Fröhlichkeit. Aber Friedrich, erstmal solltest du Deutschland einen noch größeren Dienst erweisen, indem du uns von der Insel rettest. Also, eigentlich bin ich ja gegen unqualifizierte Zuwanderung. Aber, naja, dann gebe ich meinem harten Herz einfach einen kleinen Schubs. Das C in der CDU steht ja nicht allein für Capital. Da bin ich sehr für. In der Krise ist auf die Opposition Verlass. Wir sitzen hier gegenwärtig auf einem Pulverfass. Mein Rat als Waffenexpertin... Wir sollten hier mega schnell weg. Tja, ja, ja. Leider bin ich nicht mit meinem Mittelklasse-Jet unterwegs, sondern nur mit dem volkstümlichen Zweisitzer. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann muss ich leider sagen, der eine Platz ist schon reserviert für meinen alten Freund und Kupferstecher Friedel Guder. Chrissy Lindner! Hey! Herr Haiwanger, wo ist denn der Hai? Ja, die feige Sau versteckt sich hinterm Korallenriff. Der hat's jetzt fein genau beieinander. Herrschaften! Welcher milieugeschädigte Assi
hat seinen Billigflieger in meinem Kongress gepackt. Ich habe euch durchschaut. Ihr seid hinter mir her. Ihr wollt mich abholen. Aber aufgepasst. Zündschlüssel, ab ins Meer und tschüss. Fritz, hast du den Schlüssel stecken lassen? Ich hab gedacht, hier auf dem Lande geht das. Und Sie wollen mal Kanzler werden? Mutig. Naja, Kanzler kann ja anscheinend jeder. Mit so einer Dieselschleuder wäre ich sowieso nicht mitgeflogen. Mit unserer Dieselschleuder hätten wir sie überhaupt nicht mitgenommen. Ruhe! Wenn hier einer aggressiv wird, dann ich. Aufgepasst, liebe Vaterlandsverräter. Ihr braucht hier gar nicht so tun, als ob ihr streiten würdet. In Wirklichkeit steckt ihr alle unter einer Decke. Was? Ich mit der? Der mit mir? Also wir stecken höchstens in einer freudlosen Koalition. Ja. Das könnt ihr eurem Walvieh erzählen. Mein Bauchgefühl und ich haben recherchiert. Ihr seid alle Teil einer raffinierten Weltverschwörung. Weltverschwörung? Wir haben ja noch nicht mal die Impfpflicht hinbekommen. Und raffiniert? Wir haben uns abhängig gemacht vom russischen Gas. Und wir vergrauen unsere jungen Grünen, weil wir Lützerath wegbaggern. Ja, ja, und wir können uns nicht entscheiden, ob wir Rechtsradikale verdammen sollen oder anschleimen. Und ich bin sowieso mit meiner eigenen Verschwörung beschäftigt. Ich muss das Tempolimit verhindern. Die Hälfte meiner Partei schafft es nicht einmal, seinen Doktortitel zu behalten. Mei, wir stümpern halt so mal an, gell? Ja, überhaupt. Ich als Stimme der Vernunft muss jetzt schon einmal sagen, einfache Erklärungen gibt's ja gar nicht. Ich hab's oft genug probiert. Ob ohne oder mit Talent, man deppert oder kompetent, im Ausschuss oder Parlament regiert das Durcheinander. Mit Blödheit oder Ambition und viel zerstörter Illusion und auch ein bisschen Korruption regiert das Durcheinander. Ich zähle jetzt bis 100, aber dann eins. Dass nicht Partei und kein Tyrann und keine Kirche herrschen kann. Das ist ja gerade das Gute dran. Ein Hoch dem Durcheinander, ein Hoch dem Durcheinander. Es gibt doch manchen Umsturzplan. Aus Dummheit, Hass und Rassenwahn, da sind wir doch wohl besser dran. Regiert das Durcheinander. Das Gute ist das Rumprobieren, das Streiten, Nerven, Diskutieren, auch wenn es manchmal zieht im Hirn. Ein Hoch dem Durcheinander, ein Hoch dem Durcheinander. Ja, ja. Wird der Bürger unbequem, gilt er gleich als rechtsextrem. 50? Bring! Ja, 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 für Sie. Oh, danke. Hallo, Prinz Reuß. So eine Waffe steht einer Grünen einfach besser. Cool. Hilfe! Cancel Culture! Was nicht Partei oder Tyrann und keine Kirche herrschen kann. Ein Hoch dem Durcheinander. Ja, Herrgott, sah schon wieder vergrumm. Öha. Wo kommst denn hierher? Ja, Dieter, wo kommst du denn her? Ja, von Marienplatz, ich wollte zum Ostbahnhof. Ha, ich habe einen Ausweg gefunden. Da geht's nach München. Du, das ist eine umständliche Strecke. Ach, umständlich. Wir kennen's ja nicht anders. So manche Lösung wird verwendet, auch wenn es kann, wenn es kennt. Und weil man Zeit nicht anders kennt, regiert das Durcheinander. Das Gute ist das Rumprobieren, das Streiten, Nerven, Diskutieren, auch wenn es manchmal Ziel im Hirn. Ein Hoch dem Durcheinander, ein Hoch dem Durcheinander.
Ja, es wirkt noch lange nach, das Singspiel 2023 gestrandet. Langer, langer Applaus. Und die erste Frage geht an den Ministerpräsidenten, Herr Söder. Erstmal ein kurzes Statement. Wie fanden Sie es? Ich fand es sehr gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Die Feuertaufe bestand noch meines Darstellers. Haben Sie super gemacht. War insgesamt ein tolles Stück. Also ich merke Erleichterung und Sie wollen auch gleich zu Ihrem Double hoch. Das dürfen Sie gerne machen. Ich komme gleich hinterher und wir schalten erst noch mal ins Kaminzimmer zu Ursula und Christoph. Ja, ein Prosit der Fröhlichkeit, ein Prosit der guten Unterhaltung und ein Prosit der Verworrenheit. Auch ein neuer Spruch, oder? Grandios was. Titel des Stücks gestrandet und ich würde sagen, gelandet ist dieses Singspiel wirklich in den Herzen des Publikums, war ein großer Erfolg und da waren wirklich viele Punkte dabei, wo man sagen muss, top, top, top. Die werden wir gleich ausführlich behandeln. Wir schauen mal, wen die Sandra als Nächsten hat. Wir sehen lauter gelöste Gesichter. Das ist wirklich so die Betriebstemperatur, die hat gestimmt im Saal. Ach, guck mal jetzt, das ist irgendwie schön, wenn man parallel sieht, Originale und Double unterhalten sich nett und fröhlich und Herr Söder sehr entspannt. Und die Sandra, die ist schon auf Beutejagd. Schauen wir mal hin. Ja, ich bin hier bei den Oberbürgermeistern und bei den Martin Hupers. Ich quetsche mich erstmal hier dazwischen zu Herrn Reiter und Herrn Wittmann. Nicht weglaufen, bleiben Sie bitte bei mir. Das war ja, Herr Wittmann, das war ja eine unterirdische Rolle diesmal. Wie war es die ganze Zeit? Nockerberg von unten? Ja, man muss gut Yoga können, weil das ist ja wirklich da unten sehr schwierig. Aber es ging. Herr Reiter, wie hat es Ihnen gefallen? Ja, ich mag es einfach, wie er mich spielt. Es ist einfach sensationell und der Inhalt war völlig in Ordnung. Der grabende Reiter, das könnte auch so ein Albtraum sein, den Sie regelmäßig haben. Nein, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, er hat die Zustände gut beschrieben, finde ich. Also auch in aller Kürze gut beschrieben. Ja. Aber nein. Bringt Sie das Singspiel noch auf neue Ideen, die zweite Stammstrecke als Fluchttunnel nutzen? Ja, ich weiß nicht, da müsste man ziemlich lang warten mit der Flucht. Also bis die fertig ist, glaube ich, brauche ich nicht mehr flüchten. Also ich sehe hier pure Harmonie und das hat Ihnen sehr gut gefallen. Also vielen Dank und erstmal Prost, gell? Zurück zu euch. Ja, wir haben gerade schon gehört, begeisterte Reaktion des Ministerpräsidenten. Und zwar hat er gesagt, Feuertaufe seines neuen Doubles bestanden. Thomas Unger hat ihm offenbar sehr gut gefallen. Die beiden werden sich hoffentlich auch gleich treffen. Ich gehe mal davon aus, dass Markus Söder sein Double gesucht und auch gefunden hat. Und ja, das sind große Schuhe, in die der Thomas Unger gestiegen ist nach Stefan Zinner, der das 15 Jahre gemacht hat. Also er hat das Jahrzehnte gemacht. Und da stehen die beiden, Original und Double. Wir brauchen nichts mehr dazu sagen. Sandra, du. Da braucht ihr wirklich nichts mehr sagen. Das sieht man hier, die zwei Ministerpräsidenten. Ja, Herr Söder, ich freue mich, dass ich dabei sein darf, wenn Sie das Original-Feedback gleich geben. Wie hat Ihnen der Thomas Unger gefallen als Sie selbst? Also ich kann mir vorstellen, dass er am Anfang nicht ganz sicher war, wie wird es werden. So nach 15 Jahren was zu übernehmen, hat er super gemacht. Ja. Hat die Rolle auch wesentlich reifer dargestellt. Und was ganz lustig ist, ich habe mich an meine Anfänge erinnert. Da war ich Generalsekretär, da war ich sozusagen der Hubermeier Müller. Und es hat er sehr, sehr gut gespielt. Also ich gratuliere ihm zu dem Einstand. Also er sieht aus wie Sie in Jünger, kann man das so sagen? Jetzt werden Sie mal nicht unhöflich, ja. Ich finde, wir schauen beide super aus. Kleiner Scherz. Für den heutigen Abend, ja. Ja, Thomas Unger, ich stelle es mir wirklich schwer vor, auch zu spielen, während dann der echte Markus Söder da sitzt und das Ganze begutachtet. Wie war das für Sie? Ja, als es dann losging, waren diese Gedanken weg und die Nervosität verfliegt dann mit jedem Satz, den man Gott sei Dank stolperfrei irgendwie aus dem Mund schafft. Und dann ging es auch. Die ganze Zeit davor ist viel schlimmer, bevor es dann richtig losgeht. Das glaube ich. Was haben Sie denn alles, was hat es gebraucht, um sich den Ministerpräsidenten raufzuschaffen mit allem, was dazu gehört? Ach, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, wie er spricht, aber es ist tatsächlich ist ja keine psychologische Schauspielstudie, sondern wir haben uns ein paar Dinge rausgenommen und es ist in erster Linie der Dialekt, der auch nicht hundertprozentig stimmt, aber es hilft mir natürlich, die Rolle dann darzustellen und den Rest hat die Regie gemacht, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir uns, und letztendlich ist es wie es im Schauspiel oft ist, der König wird von den anderen gespielt. Auch ein Ministerpräsident wird vom Gefälle und von der Struktur und von dem ganzen
so gespielt, weil die anderen ihn so behandeln. Und das ist dann wiederum leichter für mich, wenn die anderen damit helfen. Und das Gesamtkunstwerk muss quasi stimmen. Was ich mich noch gefragt habe, es gab doch diese eine Szene, wo es um Ihre Bestimmung ging, Herr Söder. Können Sie sich erinnern? Die Seelenreise. Und da ist das Singspiel eine Antwort schuldig geblieben. Können Sie uns eine geben? Was ist Ihre Bestimmung, sagen wir mal, wenn Sie nicht Ministerpräsident wären? Das glaube ich jetzt nicht. Ich kann ja ihn nicht arbeitslos machen. Jetzt hat er gerade angefangen, jetzt soll er schon eine längere Zeit, so 10 Jahre soll er jetzt schon haben. Frau Merkel ist auch wiedergekommen. Genau, sie kommen alle. Da habe ich jetzt keine größere Sorge. Ja, die Alternativen sind ja auch nicht so beeindruckend. Dann nennen wir es nicht Bestimmung, dann nennen wir es eine Leidenschaft neben der Politik. Nennen wir es mal so. Ja gut, außer Sport ist es natürlich mein Fable für Science Fiction. Ja? Das hat sich hier noch nicht wiedergegeben, da bin ich echt ein großer Fan von. Aber ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Also mal ganz ehrlich, das ist ja gar nicht so leicht. Wenn man kein geborener Franke ist, das mit dem Fränkischen hinzubekommen, das hat er auch sehr gut gemacht. Ohne, das muss man sagen, Vergleich zu früher. Also Zinner hat immer so gespielt, wie ich eigentlich sehr jung war. Er musste jetzt etwas Reiferen spielen, das hat er gar sehr gut gemacht. Meiner Frau hat es auch gefallen. Ah ja, Grüße, danke, freut mich. Okay, also hier gibt es großes Lob. Danke an Sie beide. Ich denke, es gibt noch die Gelegenheit, sich auszutauschen. Viel Spaß dabei, schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, großes Lob vom Ministerpräsidenten an sein Double. Ich glaube, das braucht man nicht mehr ergänzen, absolut, oder? Und ich meine, das größte Lob war natürlich zu sagen, meiner Frau hat es auch gefallen. So ein paar Unterschiede habe ich dann aber doch festgestellt zwischen Original und Double. Das Double war sehr bescheiden, ne? Also Thomas Unger. Was soll ich jetzt dazu sagen? Der war einfach... Und der Altersunterschied ist gar nicht so groß, weil der Herr Söder ja gerade etwas pikiert reagiert hat. Und wären Sie mal nicht frech, so quasi, ich bin da noch gar nicht so alt. 56 ist Markus Söder und Thomas Unger sein Double 53. Mhm. Macht also nur 3 Jahre Unterschied. Das könnte der Anfang einer langen Beziehung sein. Schauen wir mal. Also ich fand das sensationell, wie er da so breitbeinig stand, der Thomas Unger. Und die Mimik hat er gut drauf. Die beiden haben sich ja auch ein bisschen was zu erzählen. In der Tat nicht mehr der fränkische Rabauke, der er mal war. Ah, jetzt sind wir gerade Stefan Murr, ein Schauspieler, den wir schon oft erlebt haben in ganz vielen unterschiedlichen Rollen. Unfassbar, wen der alles gespielt hat. Habe ich. Karl Theodor zu Guttenberg, Florian Kronold, Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer, Hubert Aiwanger erneut. Also er ist wirklich ein Multitalent und ich glaube, er hat alle Phantomschmerzen überwunden, hat wieder alle Gliedmaßen dran. Sandra, bitte. Und ich verstehe kein Wort, weil die beiden sich so gut verstehen, dass ihr großes Gelächter ist. Aber ich würde mal sagen, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Also besser Bein und Arm ab als Arm dran oder wie? Ja, da müssen Sie schon Herrn Aiwanger fragen. Also ich bin ja nur zu Double. Der soll antworten. Ich lasse mich hier nicht veräppeln, gell, Herr Aiwanger? Ich kann Sie gerade noch so auseinanderhalten. Also er hat es hervorragend gemacht. Und ich habe schon gesagt, wenn ich mal Auswärtstermine habe, dann setze ich ihn ein. Er ist ja fast besser wie das Original und ist halt eine Gage. Er sagt, eine Frage der Gage, aber er übernimmt... Aber wäre schon gut, wenn er alle Gliedmaßen hat. Ja, hat er ja jetzt wieder. Das sollte nicht so ausgehen, dass er humpeln muss, aber er ist gut drauf, er macht es. Stefan, wie war das für dich? Du musstest sehr lange auf einem Bein stehen. Wie viel Probezeit hat dich das gekostet? Naja, das Glück ist, ich bin, glaube ich, Männer sind da nicht so begabt, auf einem Bein zu stehen. Ich habe das Glück, aus irgendeinem Grund, bei mir geht's, aber es ist tatsächlich sehr schmerzhaft. Wir haben jetzt die ganze Woche 2 Durchläufe gemacht jeden Tag und zweimal dann 10 Minuten oder was das dann auf einem Bein. Also jetzt zieht die Hüfte und das Knie schon ein bisschen. Also es reicht jetzt auch. Also ich muss sagen, als dann der Arm und das Bein auch noch weg war, das war schon echt ein Schocker. Was hast denn du dir gedacht, als du das zum ersten Mal gelesen hast in der Bühnenfassung so? Ich dachte erst so, naja, ein bisschen plumper Gag. Aber wie wir es dann geprobt haben, dachte ich, ja, super Gag. Das ist super, das ist sau lustig eigentlich. Weil es muss ja eigentlich, so wie bei Monty Python oder so, am Schluss hat der ja, da habe ich schon gesagt, wir müssen es eigentlich noch weiter treiben, alle 4 Gliedmaßen ab. Oder wegen Leid, du, ich wollte schon eingreifen. Wollte ihm schon Holzbein zur Verfügung stellen, vom Stuhl haxen, ein Holzbein hinmachen oder irgendwas. Das war schon krass am Ende, gell? Ich meine, was jetzt klar ist, einen ähnlichen Einsatz erwartet man von Ihnen im Wahlkampf jetzt natürlich auch, Herr Aiwanger. Vollen Einsatz gegen die Hai und alles bekämpfen, was irgendwie spitze Zähne hat. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Nur vielen Dank und schönen Abend noch an euch beide. Danke. Und
Und falls der Stefan Mohr Probleme hat mit der Statik seines Körpers, ich habe den besten Physiotherapeuten der Welt. Er wird alle Schonhaltungen beseitigen, damit er wieder in die Balance, ins Gleichgewicht kommt. Also du hast ja eben die Politiker aufgezählt, die er schon gespielt hat. Und das Erstaunliche war, die meisten hatten danach einen Karriereknick. Oh. Also für die war er eher ein Fluch. Aber für Nockerberg ist der Stefan Mohr definitiv ein Segen. Ein solches Multitalent, so viele Rollen. Und Multitalent war ja auch auf weiblicher Seite vorhanden. Absolut. Nämlich die Darstellerin von Katha Schulze, die sich wieder weggeschmissen hat im Publikum. Wir werden sie gleich hier in der Gesprächsrunde Sauber Dialekt begrüßen, aber jetzt sollen erstmal die drei, beziehungsweise die zwei an der Seite von Sandra sagen, wie es ihnen gefallen hat. Ja, Katharina Schulze und Sina Reis sind jetzt bei mir. Frau Schulze, Sie haben gesagt beim letzten Mal, Sina Reis, die ist cooler als ich selbst. Und heute... Kann ich das Gleiche nur noch mal erneut sagen? Was für eine Frauenpower. Sie hat diese Insel voller Männer sowas von aufgemischt, so wie sie es gehört. Und ich lag fast auf dem Boden vor Lachen. Ich fand es super. Wie war es für Sie? Oh, es hat super viel Spaß gemacht, endlich jetzt nach tatsächlich 4 Jahren Pause endlich mal wieder hier auf dem Nockerberg zu spielen. Und diese Nummer, ich liebe dieses Lied einfach. Und ich glaube, das spricht auch vielen Frauen aus der Seele. Also... von denen hätte ich heute noch mehr erwartet da unten eigentlich. Ah ja, da war das Feedback mau. Viele Männer im Publikum, viele, viele Männer. Das muss man wirklich sagen. Aber wenn das zwischen Ihnen beiden so gut funktioniert, Frau Schulze, dann könnten Sie die Sina Reis doch eigentlich auf die Wahlkampfveranstaltung schicken und gleich 2 Veranstaltungen gleichzeitig machen. Ja, genau, dann können wir doppelt so viele abdecken, weil Sina Reis ist ja auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin und hatte eigene große Projekte. Und ich finde es eine große Ehre, dass sie mich jetzt schon zum 2. Mal hier auf dem Nockerberg gedoubelt hat. Und wie ich finde, sie ist... total toll und phänomenal gemacht hat. Und meine Mama hat mir auch schon eine WhatsApp geschrieben, du / sie war großartig. Also auch von meiner Mama approved. In der Hinsicht. Das ist doch das schönste Lob. Also ein Hoch und ein Prost auf Sina Reis. Vielen Dank. Prost. Super. Auch für Sina Reis war das eine anstrengende Geschichte heute. Die hat mal gesagt, Katha Schulze zu spielen, das ist wie Zirkeltraining machen. Also richtig so schweißtreibend, dieses Powerpaket zu mimen. Übrigens, ich finde, wir sollten unbedingt auch noch die Singspielautoren erwähnen, weil das war wirklich großes Kino. Stefan Beetz. Unfassbar. Richie Ullmann. Das war ja jetzt nach der langen Pause auch wieder schwer, in das Metier reinzufinden. Und das haben die also dermaßen auf den Punkt gebracht. Und das hat man ja auch in der Reaktion des Publikums gesehen. Ich habe gesagt, das Singspiel ist gelandet im Publikum. Ich hoffe auch bei Ihnen zu Hause. Und wir werden noch die Gelegenheit haben, darüber ausführlich zu sprechen, gleich in unserer Gesprächsrunde Sauber Dialekt. Musik war ganz toll. Weniger funky und rappig war der Generalsekretär von Markus Söder. Martin Huber. Auf jeden Fall ist er heute bekannt. Den Namen vergisst nach heute keiner mehr. Martin Huber, hier ist er im Gespräch mit Sandra und mit dem Original. Ja, und ich glaube, den Namen Roland Schregelmann, den vergisst man auch nicht mehr nach dem Abend bei der Double-Leistung, oder Herr Huber, wie hat es Ihnen gefallen? Sensationell, also ich bewundere wirklich auch die Mühe, die man sich gemacht hat. Es war sehr detailgetreu vom Outfit, von der Brille, von der Handhaltung, so die ein oder andere Floskel hat er ja auch eingestreut, das muss ich an der Stelle jetzt schon einmal erwähnen. Ja. Und ich fand es sensationell. Typisch bayerisch feinsinniger Humor, die schöne Ironie und also mir hat es Spaß gemacht. Da war ja bei Ihrem Namen irgendwie, war ja von Huber bis Meier, es war ja alles dabei. Sag mal, wie ging es Ihnen? Haben Sie den Martin Huber gekannt, als er Ihnen als Figur vorgeschlagen worden ist? Ehrlich bitte. Ja, tatsächlich war mir nicht wirklich bekannt. Ich meine, man kennt natürlich irgendwie die Landespolitiker, aber ich habe es nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe es googeln müssen, ich habe schauen müssen, wer ist der Martin Huber. Und dann hat man sich aber damit auch befasst und dann hat man auch kennengelernt. Wie hat man sich damit befasst, wenn es da doch dann so wenig Material vielleicht auch gibt? Sonst hat man sämtliche Reden und alles Mögliche zur Verfügung. Aber wie haben Sie sich da vorbereitet? Ja, es ist in der Tat so, dass wenn wenig vorhanden ist, und es ist jetzt nicht wenig vorhanden, es gibt ganz, ganz viel Reden am Podium und das ist immer ein ähnlicher Duktus tatsächlich, aber es gibt ganz wenig Bewegbilder, wo marschiert wird oder wo sie gehen oder wo irgendwas passiert. Das gibt es ganz wenig und da ist dann schon schwierig, sich eine Körperlichkeit rauszusuchen. Aber mit dem Social-Media-Auftritt vom Herrn Huber... Und können Sie sich an einen Ausschnitt da erinnern, der besonders gut geholfen hat? Ja, jetzt zuletzt. Lustigerweise auch erst, glaube ich, vorgestern war das bei Jetzt Redi.
Da habe ich mir doch nochmal das ein oder andere abgeschaut und der Social-Media-Auftritt. Instagram ist da schon ein Schatz, ein reicher Schatz. Zum Beispiel die Handhaltung findet man da. Und das war das Video von der Sicherheitskonferenz. Da habe ich die Handhaltung rausgefunden und ansonsten schaut man sich einfach YouTube rauf und runter an. Ich habe schon in einem anderen Interview mal gesagt, man geht abends ins Bett und man steht morgens auf mit dem Herrn und dann schaut man einfach wahnsinnig. Das habe ich gar nicht gemerkt, aber wenn das so ist, ja, also sehr subtil, ja. Also auf jeden Fall muss man sagen, Herr Huber, andere warten 20 Jahre drauf, gedoubelt zu werden. Sie sind noch nicht mal ein Jahr in dem Amt und haben das schon geschafft. Womit haben Sie es verdient? Naja, ich meine, die Frage ist, hat man das verdient? Es heißt ja immer, ne? Vorkommen ist besser als nicht vorkommen. Dass ich jetzt so umfassend vorkomme, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich finde, der Roland hat das super gemacht. Und also mir hat wirklich Spaß gemacht. Und ich konnte auch wirklich über mich selber lachen. Hat uns allen Spaß gemacht zu lachen. Vielen, vielen Dank an Sie beide. Super. Danke auch. Danke. Servus. Ja, so ist das hier. Und da gibt es nochmal einen Prost von den Martin Hubers quasi. Ich kann sagen, von meiner Seite aus war es das jetzt hier im Saal, wird noch geratscht, gefeiert und getrunken. Und ich gebe jetzt ab an unsere Diskussionsrunde, an Sauberder Black, an die Ursula Heller und an den Christoph Däumling. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Danke. Und wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Abend. Dankeschön, Sandra. Vielen lieben Und wir Dank. Applaudieren Super. Für die Sandra, ja. Die einen Höllenjob dort, das war auch Zirkeltraining für Sie heute auf dem roten Teppich vor der Rede, zwischen Rede und Singspiel hier die Interviews zu machen. Danke, Sandra. Und unsere Gäste sind da, die ich jetzt alle... Super, servus, grüß Sie. Servus. Hereinspaziert, jetzt gibt es das der Becken des der Beckens. Bitte sauber. Hier. Da bleckt. Grüß Sie, Herr Schönen Hagen. Grüß Sie, Herr Hagen. Ich winke. Servus, Frau Schulze. Hallo, Sie. Servus. Frau Schulz. Also, servus. Servus. Bitte. Dankeschön. Herzlich willkommen. Herr Söder. Guten servus. Abend. Und Herr Reiter. Servus miteinander. Und schon schön, eine Freude, Sie zu sehen. Los. Perfekt. Ja, herzlich willkommen zu Sauber der Bleckt. Sie haben sich alle.